Schönen guten Morgen. Es freut mich sehr, dass wir jetzt heute Morgen unseren Herrn Bürgermeister hier bei uns begrüßen dürfen. Danke schön einmal für die nette Einleitung. Aber ich darf Sie zunächst einmal sehr, sehr herzlich und die aber auch sehr herzlich begrüßen und darf die Gelegenheit schon wahrnehmen und unseren Altbürgermeister, mein Vorgänger, Regierungsrat Gerwald Steinlechner, Papa von der Alba, die werden Sie wahrscheinlich eh schon kennengelernt haben, auch herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, mit Applaus natürlich. Und ich darf ganz kurz nur die Marktgemeinde Arnitzstein vorstellen. 10.100 Einwohner, 22 Ortschaften. Und wir sind eine gemischt strukturierte Gemeinde. Das heißt, bei uns gibt es von Industrie, und Sie sehen da draußen den Industriestandort, deshalb stehen wir auch da heraus, von der Industrie, bis zur Landwirtschaft gibt es bei uns alle. Wir haben sogar noch Vollerwerbsbauern in der Marktgemeinde Arnitzstein. Es ist eine sehr, sehr interessante Gemeinde. Wir sind Naturparkgemeinde mit der Stadt Villach, mit Bad Bleiberg, das ist auf der Nordseite, also auf der anderen Seite vom Dobratsch. Schon eine besondere Dreiländergemeinde, nämlich insofern, weil wir da die Romanen, die Slawen und die Germanen sich da sozusagen treffen. Drei Völker, drei Kulturen, drei Sprachen. Und dieser Industriestandort ist aus der ehemaligen BPU entstanden, wo die Verhüttung stattgefunden hat. Und das war keine gute Zeit, die wir damals erlebt haben. Und damals haben wir uns wirklich schon, ich war schon mit dabei, mit Gerwald Steinlechner, wo wir uns bemüht haben, diese neuen Strukturen am Standort aufzubauen. Das ist uns gemeinsam mit dem Land Kärnten, mit der Industrieparkverwaltung Euronova dann gelungen. Und ich sage immer, wir sind 1922, sind wir zum Markt erhoben worden. Es ist uns aber vorher das Marktrecht wegen Verarmung aberkannt worden. Das heißt, wir waren einmal, die Gemeinde Arnitzstein war einmal so arm, dass sie sogar das Marktrecht nicht mehr gehabt hat. Und 1922 und in drei Jahren, ich werde das als aktiver Bürgermeister nicht mehr erleben, haben wir sozusagen 100 Jahre Marktgemeinde Arnitzstein, 100 Jahre Marktrecht. Nicht? Und ich sage das deshalb immer, weil wir jetzt 100 Jahre später eine Situation, eine wirtschaftliche Situation erleben, die in Kärnten ja kaum einmal wo zu erleben war. Aber ich darf insgesamt sagen, dass ich mich sehr, sehr freue, liebe Alba, dass diese Tagung da stattfindet, dass dieses Symposium da stattfindet. Und einhergehend mit der guten und positiven wirtschaftlichen Entwicklung haben wir dieses Kloster da, dieses ehemalige Benediktinerkloster wieder aufgebaut und zu einem Kulturzentrum ausgebaut. Also ich will sagen, es gibt auch bei uns in der Marktgemeinde Arnitzstein diese Symbiose Kultur und Wirtschaft, so wie das da bei dieser Tagung in dem Mittelpunkt steht,
Naturwissenschaft und Kultur und Musik und so weiter und so fort. Und ich darf euch dazu nur gratulieren. Natürlich haben wir das alles auch mit einem Hintergedanken gemacht, weil wir die Wirtschaft brauchen für diese kulturelle Entwicklung. Und wir machen sehr, sehr viele Veranstaltungen da und sehr schöne Veranstaltungen. Es sind ja jedes Jahr die 50 Veranstaltungen, die da stattfinden. Und das kannst du nur schaffen, wenn du natürlich auch die Unterstützung aus der Wirtschaft hast, die entsprechende. Und natürlich vom Land Kärnten und so weiter und so fort. In dem Sinne sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich wollte, ich glaube, das war der Wunsch, dass ich ganz kurz über Arnetstein rede. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen noch schöne und erlebnisreiche Momente hier auf der Klosterruine, hier in unserer Marktgemeinde. Einen schönen Tag heute, einen guten Verlauf für morgen noch. Und sollten Sie Gelegenheit haben, wieder einmal nach Arnetstein zu kommen, sind Sie herzlich willkommen, auch wenn ich nicht mehr Bürgermeister sein sollte. Danke. So, meine Aufgabe ist es jetzt, über die Geschichte der Alchemie zu erzählen. An den Anfang möchte ich die Frage stellen, was ist Alchemie eigentlich? Alchemie ist nicht diese mystische Vorläuferin der modernen Chemie, als die sie heute gesehen wird. Zwar war die Laboratoriumskunst wichtig für die Alchemisten, sie beherrschten ja die Scheidekunst, also die Veredelung von Metallen. Sie waren kundig in der Herstellung von hochwirksamen Heilmitteln, aber das war nicht der Hauptzweck der Alchemie. Im Gegenteil, solche Produkte mussten verschenkt werden. Daraus durfte ein wahrer Alchemist keinen Vorteil ziehen aus diesen Präparaten. Die Alchemie wurde wesenhaft erlebt, sie persönlich erlebt und wurde als Jungfrau Alchemia angesprochen. Und Alchemie war eigentlich ein Prinzip oder ist ein Prinzip, ist eine Haltung, nämlich die, das Geistige nicht in fernen Himmeln zu suchen, sondern das Geistige im Irdischen zu verstehen, zu suchen, in der Natur, im Menschen, im Tier, Pflanzen und im Mineralreich. Die alchemistische Arbeit ist eigentlich ein Weg, der den Alchemisten verändert hat. Und das wirkt sich auf die Umgebung des Alchemisten aus. Es gibt ein sehr schönes Buch von Hermann Beck, das ist leider schon vergriffen. Und da gibt es eben diesen Kernsatz, wahre Alchemie beginnt im Menschen und endet in der Stoffeswelt. Das heißt, wenn der Alchemist sich weiterentwickelt, wirkt das auf die Umgebung. In Urzeiten, als der Mensch noch im Einklang mit dem Göttlichen lebte, als er Offenbarungen des Göttlichen erlebte, als er sozusagen in einem paradiesischen Zustand war, da war es noch nicht nötig, Alchemie
zu Alchemie zu betreiben, die Dinge mit dem alchemistischen Blick zu sehen. Von Alchemie können wir erst ab ca. 3000 vor Christus sprechen, ab der sogenannten ägyptisch-chaldäischen Kulturepoche. Und tatsächlich kommt das Wort für Chemie von Chemi oder Kemet, das ist der Eigenname für Ägypten und bedeutet so viel wie schwarz oder schwarze, fruchtbare Erde. Und gemeint ist das Überschwemmungsgebiet am Nil, das eben so wichtig war für das Leben in dieser Region. Im Griechischen ist daraus dann das Wort Kymeia geworden, was so viel bedeutet wie Gießen oder die Kunst des Gießens. Und aus dem Arabischen dürfte dann der Artikel Al dazugekommen sein. Und damit kommen wir schon zu einer zentralen alchemistischen Grundvorstellung, nämlich die Grundvorstellung von der Jungfernerde, wie man das nannte, von der Terra Sancta, von der Terra Lucida, der Materie, der Urmaterie, die vom Geistigen her geformt wird. Und dieses spiegelt sich wieder im Isis-Osiris-Mythos, der da diese ägyptische Zeit durchweht hat. Dieses Überschwemmungsgebiet am Nil, das wurde der Mondgöttin Isis zugerechnet und man stellte sich vor, dass das Licht Sonnenhafte des Osiris, das war ja der Gott der Sonne, dieses fruchtbare, dieses Urprinzip gestaltet. Dieser Lichtgott Osiris wird von Seth, seinem Bruder, getötet und zerstückelt in 14 Teile. Er wird der Dunkelheit preisgegeben. Das heißt, die Menschen erleben keine Offenbarung des Sonnenwesens mehr. Und Osiris wird dann von Isis wieder zusammengesetzt, wiederbelebt. Und es gibt eben in der Mythologie das Bild des Osiris, der wird oft in Stiergestalt dargestellt, wie er auf einer Löwenbahre liegt und mit Isis in Falkengestalt den Sohn Horus zeugt. Horus ist also der Sohn des Mondes und der Sonne und er hat ein linkes Mondenauge und ein rechtes Sonnenauge. Und mit diesen Tieren, mit diesen drei Tieren, die schon in diesem Bild mit der Löwenbahre vorgekommen sind, Vogel, Stier und Löwe, kommen wir jetzt eigentlich zu dem wichtigsten Monument der ägyptischen Zeit, nämlich zur Sphinx. Die Sphinx vereint eigentlich diese drei Tiere in einer Gestalt mit einem Menschenantlitz. Die Vögel, das sind ja Tiere, die sehr, sehr den Sinnen zugewandt sind, die sehen ja unglaublich gut. So kann man sagen, dass der Adler ein Repräsentant für dasjenige ist im Menschen, was sich vor allem im Nervensinnensystem ausdrückt. Das ist ja vor allem lokalisiert im Kopfbereich, aber nicht nur. Also hier ist der Mensch Adler in diesem Bereich. Ein Löwe, wenn der einmal brüllt, dann zittert die ganze Umgebung vor seiner Stimme. Das heißt, der Löwe beherrscht mit seinem Atem, mit seinem rhythmischen System, beherrscht er eigentlich die Umwelt, sodass wir den Löwen als Repräsentant für den mittleren Menschen nehmen können. Und der Stier, der ja zu den Wiederkäuern gehört und ein ausgezeichnetes Verdauungssystem hat, ist Repräsentant für das Stoffwechselsystem. Es gibt noch eine Erklärung für die Entstehung des Namens Alchemie. Plutarch überliefert, dass er gefragt hat, was denn Alchemie bedeute, und ihm wurde geantwortet, dass es sei das Dunkle im Auge, das Geheimnisvolle, das Unsichtbare eigentlich. Und Horus, von dem wir vorher gehört haben, der Sohn des Mondes und der Sonne, rächt seinen Vater und in einem Kampf gegen Seth verliert er sein linkes, sein Mondenauge. Und dieses linke Mondenauge wird von Tod, das sieht man hier in dieser Darstellung, wird von Tod wieder geheilt. Und Tod ist niemand anderes als Hermes Trismegistos, wie ihn die Griechen dann nannten, der Hermes, der dreimal Große, auf den eben die Alchemie zurückzuführen sein soll. Man nennt die Alchemie daher auch die hermetischen Künste. Und es gibt eine sogenannte Tabula Smaragdina, eine Smaragdtafel, die als Grundwerk der Alchemie angesehen wird.
und sie beschreibt ihm die Mysterien von oben und von unten und soll auch eine Anweisung zur Bereitung des Steins der Weisen sein. Hermes ist von Zarathustra, das war der große vorchristliche Lehrmeister, ist von Zarathustra in die Geheimnisse des Raumes eingeführt worden und Zarathustra hat Moses in die Geheimnisse der Zeit eingeführt. Die Frau des Abraham, Sarah, soll in Hebron das Grab des Hermes mit der Tabula Smaragdina gefunden haben, der Legende nach. Das ist eine Legende. Aber es zeigt, dass man auch den Ursprung des israelitischen Volkes mit dieser Hermeswirkung verbunden hat. Und deshalb hat Hermes auch den Beinamen der dreimal Große bekommen. Hermes und Moses waren also Adepten des Zarathustra. Und Zarathustra wiederum ist initiiert worden von Manu, dem großen vorgeschichtlichen Menschheitsführer. Und wir haben eine wunderschöne Kirche, wir haben wunderschöne Fresken hier in der Gemeinde in Tölmaglan, Richtung italienische Grenze. Da gibt es gotische Fresken vom Meister Thomas von Villach, der ein Zeitgenosse des Paracelsus war. Er war etwas älter als Paracelsus, aber er hat wunderschöne gotische Fresken hinterlassen. Und dieses schöne Bild von Melchisedek in der Begegnung mit Abraham kommt aus dieser Kirche, das ist von dort. Melchisedek ist nämlich niemand anderes als Manu und er war der Erste, der mit dem Blutopfer geendet hat und Brot und Wein eingeführt hat. Und das sieht man, ich hoffe, man sieht es auch, aber das wird hier in Törl auch dargestellt. Das heißt, wir kommen hier mit Brot und Wein, mit dieser Thematik zum Kernelement der Alchemie, zur Stoffverwandlung, zur Transsubstantiation. Das knüpft natürlich an das Abendmahl und an das Gralsmotiv aus und das sieht man auch wunderschön in Tölmaglan. Da gibt es die rechte Seite der Nordwand, die ist ganz dem Thema Brot und Wein gewidmet. Das ist dieses lange Bild und daneben ist ein Ausschnitt von der Abendmahlszene und oben sieht man ein Fenster mit einer mondenförmigen Sichel und das ist nichts anderes als der Mond zu Ostern, der ja eher liegt, also die Gralsschale in der Natur. Der Gral führt uns jetzt nach Europa zu den nördlichen Mysterien und da gibt es auch ein ähnliches Bild wie beim Isis-Osiris-Mythos, nämlich ist hier der nordische Osiris, der Baldur, der von Loki mit Hilfe des blinden Hödur und einem Mistelzweig getötet wird. Hödur kann auch ein Sinnbild sein für den Menschen, der das Geistige nicht mehr erlebt, der blind geworden ist gegenüber dem Geistigen. Dann noch einmal die Zeittafel, wenn es interessiert, ich habe ein kleines Handout, das liegt dann da vorne links, das kann man dann gerne nehmen. Wir kommen jetzt zur nächsten Kulturepoche. Das ist die griechisch-römische Kulturepoche. Und über dieser griechisch-römischen Zeit steht ja die große Frage, was ist der Mensch? Oder wie es am Apollon-Tempel in Delphi angeschlagen war, erkenne dich selbst. Und die zentrale Sage der griechischen Zeit, das ist die Ödipus-Sage. Und hier kehrt die Sphinx wieder. Ödipus erschlägt seinen Vater, das heißt, er trennt sich vom Vatergöttlichen und heiratet seine Mutter, verbindet sich mit der Terra Sancta, mit dieser Jungfernerde im Bild, aber er macht das schuldhaft. Und in dieser Schuld, in dieser schuldhaften Verstrickung in die Materie begegnet ihm die Sphinx. Und die Sphinx ist jetzt nicht mehr statisch und stumm wie in der ägyptischen Zeit, sondern sie ist beweglich und quälend fragend. Ödipus kann das Rätsel der Sphinx lösen, die Antwort ist ja der Mensch, aber die Sphinx spiegelt ihm die eigenen Fehler und wir fühlen uns erinnert an den Hüter der Schwelle.
an diese Thematik. Die erste Persönlichkeit, die hier zu nennen ist in Bezug auf die Alchemie, ist Empedokles. Empedokles hat die Elementenlehre gegriffen. Er hat das aber materialistisch getan. Er hat sich das so sehr in das Materialistische hineinbegeben, dass er seinen Leib sogar dem Feuer des Ätna übergeben hat. Und dieses verzweifelte Ringen im Irdischen, das kehrt dann im Mittelalter wieder als das Faustmotiv. Plato war natürlich von großer Bedeutung für die Alchemie, für die Geschichte der Alchemie, weil er war es, der die ägyptische Weisheit nach Griechenland gebracht hat. Und sein wichtigster Schüler Aristoteles war es, der Kernelemente der Alchemie definiert hat, nämlich die Quintessenz und den Hylomorphismus. Aristoteles war ja der Erste, der sich das Denken, diese seelische Fähigkeit des Denkens wirklich zu eigen gemacht hat. Der Hylomorphismus besagt, dass die Hyle, das haben wir schon mit der Jungfernerde Terra Sancta gehört, dass diese Hyle, das ist der formbare Urstoff, geformt wird vom Morphos. Das ist die Formkraft, die Bildekräfte, und so entstehen die existierenden Dinge. Und den Empedokles hat er insofern überwunden, als dass er die Quintessenz eingeführt hat. Das ist eine nicht geistige, nicht physische, eine geistige Qualität. Äther hat er das auch genannt, ein Lebenselement. Und über dieses Lebenselement können die Elemente ineinander übergehen. Dadurch hat er eigentlich die materialistisch aufgefasste Elementenlehre von Empedokles überwunden. Wir kommen jetzt zum Zentralereignis der Menschheitsentwicklung, dem Christusereignis. Ab dieser Zeit haben die Alchemisten empfunden, dass Christus der Herr der Elemente ist. Insbesondere im Johannesevangelium und in der Offenbarung nach Johannes finden wir Kernelemente der Alchemie, so insbesondere wieder die Transsubstantiation bei der Hochzeit von Kana natürlich. Und das Abendmahl, das ist wieder ein Bild aus Dörlmaglan. Und wie hat sich die Sphinx verwandelt? Die Sphinx, die ja in der ägyptischen Zeit statisch und stumm war und dann in Griechenland diese quälende Frage gerichtet an die Menschen, die ist jetzt anders geworden, die hat jetzt eine christliche Verwandlung erfahren. Es gibt eben über diese vier Tiere in der Offenbarung eine Stelle, wo sie erwähnt sind, und in der Folge findet sich das dann in der christlichen Kunst wieder. Und jetzt sind diese vier Elemente des Menschen, dieses Nervensinnesystem, das rhythmische System und das Stoffwechselsystem, repräsentiert in den vier Tieren, aber in getrennten Gestalten. Das, was früher in der Sphinx in einer Gestalt war, liegt jetzt getrennt vor uns. Und über dieses Gralsmysterium, über Josef von Arimathea, der ja in dem Abendmahlskelch das Blut des Gekreuzigten auffängt, kommt in Europa der Gralsmythos mit dem Artusmythos und mit den Rittern der Tafelrunde zusammen. Und wir haben hier die Zentralgestalt des Gralsmythos Parsival, und Parsival hat einen weißen Onkel, Oheim nannte man das damals in dem alten Namen, und der Name des Onkels Trevrizent soll eben auch auf Trismegistus zurückzuführen sein. Das heißt, die Menschen haben hier empfunden, dass auch dieses Parsival-Geschehen in der alchemistischen, in der hermetischen Tradition steht. Der alchemistische Prozess ist ja immer mit einem Läuterungsweg verbunden. Die ungeläuterte Substanz, das ist der Nigredo-Zustand. Das wurde dann im Bilde in dieser schwarzen Fiole dargestellt. Dann erfährt die Substanz eine Läuterung, wird weiß, das ist der sogenannte Albedo-Zustand, und schließlich wird sie wiedergeboren und erneuert in dem Rubedo-Zustand. Und diese alchemistischen Farben, die finden wir in verschiedenen Märchen wieder, in keltischen Märchen, die jetzt
christlich inspiriert wurden, zum Beispiel im Schneewittchen, wenn sich die Königin ein Kind wünscht, rot wie Blut, weiß wie Schnee und schwarz wie Ebenholz. Oder auch in Schneeweißchen und Rosenrot, das sind richtig gehend alchemistische Märchen. Aber auch im Parsifal gibt es eine Szene, die sogenannte Blutstropfenszene, wo diese drei Farben eine Rolle spielen. Parsifal beobachtet, wie ein Falke eine Taube verletzt und es hat gerade geschneit und drei Tropfen Blut fallen in den Schnee. Er ist durch diesen Anblick in einen Trancezustand versetzt, weil er dieses Gefühl der reinen Minne empfunden hat, der reinen Liebe. Und aus dem konnte er dann nur mit Hilfe eines anderen gerettet werden. Aber hier tritt eben dieser Läuterungsprozess der Alchemie auch wieder auf. In der Gotik hat sich jetzt unsere Viergestalt, die Sphinx, das Tetramorph, weiter verwandelt und wird ganz oft mit dem Christus in der Mandorla dargestellt. Die Mandorla ist ein Zwischenraummotiv, das entsteht, wenn sich zwei Kreise überschneiden. Da entsteht etwas Drittes. Und in dieser Zeit hat dann auch Hieronymus die Evangelisten zugewiesen, den Tieren und auch die Elemente wurden da zugewiesen. Die Alchemisten des Mittelalters wussten, das Christentum war ja schon da, sie wussten, es musste etwas Lichtes, es musste etwas Heiliges in der Erde sein, sonst hätte sich ja Christus mit dieser Erde nicht verbinden können. Und diese Terra Lucida, die konnten sie aber nicht mehr erleben. Sie konnten nur mehr das Elementarische erleben. Und so waren sie in einer wirklich verzweifelten Haltung, weil sie zu dem wirklich Göttlichen nicht mehr durchdringen konnten. Das hat dann später, das ist diese faustische Stimmung der mittelalterlichen Alchemisten, die dann später Goethe in seinem wunderbaren Werk festgehalten hat. Die Alchemisten haben ja immer versucht, den Weg in die Substanz zu suchen und sie sind zu dieser Zeit nicht mit der Leichtigkeit der Gotik mitgegangen, sondern sie haben eben diesen Weg in die Erdenschwere gesucht. Wir kommen jetzt in die Neuzeit. Über diese Zeit, die mit dem Wirken der Rosenkreuzer verbunden ist, werden wir noch sehr viel hören an der Tagung. Deshalb möchte ich nur ganz kurz schildern, wie sich jetzt das Erlebnis der Alchemisten verändert hat. Die Alchemie ist mehr und mehr zu einem inneren Wandlungsweg, zu einem Schulungsweg für den Alchemisten geworden. Wenn der Alchemist etwas verbrannte oder verdampfte, also einen sulfurischen Prozess durchführte, dann erlebte er eine Läuterung seines Willens. Wenn er etwas auflöste oder etwas schmolz, dann empfand er Liebe in den verschiedenen Formen und sein Fühlen reinigte sich. Beim Eindampfen und Kristallisieren oder wenn etwas ausfällt, dann erlebte er, wie sich das Denken reinigt. Ich möchte jetzt auf das Ende des 19. Jahrhunderts hinspringen. Das ist der Beginn des sogenannten Michaelszeitalters, das Ende des Kali-Yugas, des finsteren Zeitalters. Und da wurde in Österreich ein Mensch geboren, dem es gelungen ist, nicht nur die geistigen Gesetzmäßigkeiten in der physischen Welt zu erforschen, sondern auch die geistige Welt selbst zu erforschen. Und dieser Österreicher war Rudolf Steiner. Gelungen ist ihm das unter anderem durch eine Erweiterung der Methode Goethes, des wissenschaftlichen Ansatzes Goethes. Und er hat ein wirklich großes Werk hinterlassen, ein Opus Magnum, wie man das im Alchemistischen ausdrückt. Er hat 24 Bücher geschrieben, er hat zahlreiche Aufsätze und Artikel geschrieben, er hat 5.900 Vorträge in ganz Europa gehalten. Ich habe mir einmal überlegt, wenn man jeden Tag einen Vortrag Rudolf Steiners liest, dann würde man 16,5 Jahre benötigen, um das ganze Vortragswerk zu lesen, geschweige denn zu verstehen. Also wirklich ein Opus Magnum. Er hat
Impulse für die Erweiterung der Medizin gegeben. Es hat sich daraufhin die anthroposophische Medizin entwickelt, die anthroposophische Pharmazie, der wir ja auch die Impulse für unsere Mistelherstellung verdanken. Es hat sich die biologisch-dynamische Landwirtschaft entwickelt, die Waldorfschulen, die soziale Dreigliederung. Es hat Impulse für die Kunst, für Kunst gegeben, für Naturwissenschaften. In wirklich allen Bereichen hat Rudolf Steiner Anregungen gegeben. Den Aspekt der Tria Principia hat Rudolf Steiner neu gegriffen und natürlich müssen wir aus dem Schematismus hinauskommen, aber manchmal ist es schon auch ganz hilfreich. Wir können da zum Beispiel für die Pharmazie ganz praktische Methoden daraus ziehen, aus dieser Dreigliederung jetzt. Das ist ja auch das vierte Tier jetzt verwandelt. Wenn wir zum Beispiel eine Pflanze kalt ausziehen, dann wirken wir eher auf das Nervensinnesystem. Wenn wir eine Abkochung machen von einer Pflanze, können wir auf den Stoffwechselpol wirken, der ja viel Wärme benötigt. Und das Ganze kann man ja glauben, das ist ja schön und gut, aber es haben sich in dieser Pionierzeit der Anthroposophie auch die sogenannten bildschaffenden Methoden entwickelt, die eben diese Bilder Gesetzmäßigkeiten in die Sichtbarkeit bringen. Einer der Vorreiter war Ehrenfried Pfeiffer, der die empfindliche Kupferchloridkristallisation entwickelt hat. Da wird es möglich, in einer verdünnten Kupferchloridlösung, wenn man da eine Untersuchungslösung hinzutropft, ganz charakteristische Bilder zu erzeugen, charakteristische Formen zu erzeugen. Beispielsweise sieht man dann, dass ein Kamillenblütenauszug ein ähnliches Bild erzeugt wie der Auszug eines Dünndarms von einem Tier. Sodass man eben hier sozusagen sich vor Augen führen kann, dass eine Verwandtschaft besteht zwischen den Blüten einer Pflanze und dem Stoffwechsel eines Menschen. Auf der linken Seite sieht man dann das Gegenteil, das ist ein Auszug aus einem Wurzelbereich vom Eisenhut und ein Extrakt aus dem Nervenbereich eines Tieres. Auch hier sieht man da Verwandtschaft. Das war eine wichtige, da hat es sehr viele Naturwissenschaftler gegeben zu Steiners Zeiten, die hier geforscht haben. Das ist auch ein weiterer Aspekt der Dreigliederung, an dem würde man nicht denken, dass sich Salz, Sulfur und Merkur, diese Tria Principia, auch in das Wirtschaftsleben hinein, in das soziale Leben hinein verwandeln. Das ist wahrlich eine Zukunftsaufgabe und vielleicht haben wir noch einmal Gelegenheit, in einer nächsten Tagung das hier auch mittels Vortrag darzustellen. Wenn man die Tria Principia und die Elementenlehre jetzt auf die Jahreszeiten zeitgemäß bezieht, dann kommt man zu einem ganz anderen Miterleben in den Jahreszeiten. Es bereichert eigentlich das Leben mit der Natur ungemein. Dass die Planeten, dass der Tierkreis auf uns wirkt, das wussten ja die Alchemisten. Aber wie können wir heutzutage einen Bezug dazu finden? Man kann ja solche Tabellen machen, aber können wir das auch bejahen? Können wir auch dazu stehen? Und da hat sich eine anthroposophische Naturwissenschaftlerin auch besonders bewährt. Die hat sehr viel Forschungsarbeit im Bereich der bildschaffenden Methoden durchgeführt. Das war Lili Kolisko. Und sie hatte ja auch den Gedanken, kann man das denn sichtbar machen, dass der Mond auf das Silber wirkt? Und da hat sie eben die Steigbildmethode entwickelt. Das ist eine erweiterte Papierchromatographie, in der man einfach eine bestimmte, jetzt in diesem Fall 1%ige Silbernitratlösung steigen lässt. Dann lässt man das trocknen, dann kommt eine 1%ige Eisensulfatlösung nach und dann ergibt sich ein ganz charakteristisches Bild. Also zu oberst haben wir das charakteristische Silber-Eisenbild. Und während einer Mars-Mond-Opposition, der Mars hat Einfluss auf das Eisen auf Erden und der Mond Einfluss auf das Silber auf Erden, während einer Mars-Mond-Opposition entsteht aber kein Bild. Es gibt da kein Silber-Eisen-Bild.
Und dann eine Stunde nach der Opposition ist das Bild wieder da. Das heißt, auch wenn wir das nicht merken als heutige moderne Menschen, wenn wir das nicht merken, so haben die Sterne, haben die Planeten einen großen Einfluss auf uns. Wir benutzen das in der Pharmazie, diesen Hinweis, diese Hilfestellung, und wir verarbeiten gewisse Metalle unter gewissen Umständen nicht. Bei einer Mondfinsternis kann man natürlich kein Silber potenzieren, das ist klar. Lili Kulisko musste übrigens unter L. Kulisko publizieren, weil es damals nicht möglich war, dass eine Frau naturwissenschaftlich publiziert. Hier noch einmal das Viergetier im Wandel. Wir haben die stumme, mahnende Sphinx, monumentale Sphinx in Ägypten. Die bewegliche Sphinx, die den Menschen vor das Rätsel stellt, vor das Rätsel vor sich selbst. Dann das christlich verwandelte Viergetier, das eben in differenzierten Gestalten jetzt erscheint. Das ist übrigens auch wieder aus der Törler Kirche, dieses Bild. Und dann eben, das ist eine Zeichnung von Rudolf Steiner, wie gehen wir mit dieser Frage neu um? Und da gibt es, das ist jetzt ein Auszug von Rudolf Steiner aus einem Vortrag, da geht es ihm darum, dass der Mensch das ganze Tierreich in seiner Lebenssphäre in sich trägt. Das ist auch aus Törl Magler, da sieht man das noch einmal so schön. Da haben wir die Evangelisten, die Kirchenväter, die Elemente und den jeweiligen Beginn des Evangeliums sehr schön dargestellt. Ich durfte einen tschechischen Arzt persönlich kennenlernen mit dem Roland, wir waren dort zusammen beim Dr. Bravinek in Karlsbad. Den hat diese Fragestellung sehr beschäftigt. Rudolf Steiner hat ihm gesagt, dass das Tierreich, der Mensch trägt das Tierreich in sich. Kann man das beweisen? Und es hat zu dieser Zeit schon die Kehlin-Blutsteigbildmethode gegeben. Das diente der Krebsfrüherkennung. Kehlin hatte 2 Frauen an Krebs verloren und er fragte dann Rudolf Steiner, welche Möglichkeit gibt es, diese Erkrankung zu erkennen, bevor sie überhaupt als Geschwür manifest wird. Und Rudolf Steiner hat ihm dann die Antwort gegeben, lassen Sie Blut steigen. Und daraus hat er dann eine differenzierte Methode entwickelt, wo man ihm erkennen kann, dass ein Mensch krebsgefährdet ist. Das ist die Blutsteigbildmethode. Und Miloš Pravinek, der war damals noch sehr jung, der hat sich mit dieser Blutsteigbildmethode in Tschechien im Keller beschäftigt, denn solche Dinge waren ja damals verboten in Tschechien. Und er ist dann auf die Idee gekommen, einmal das Blut von Tieren steigen zu lassen. Und da hat er zum Beispiel einen Adler, hatte er nicht zur Hand, da hat er dann das Blut von einem Bussard steigen lassen und festgestellt, dass das ein ähnliches Bild macht, wie wenn ein Mensch eine Erkrankung im Nervensinnesystem, im Kopfbereich hat. Also ein Mensch mit einem Hirntumor, das Blut des Menschen mit Hirntumor macht ein ähnliches Bild wie das gesunde Bild eines Vogels. Ähnlich in dem Bereich des rhythmischen Systems, ein Mensch mit Herzinsuffizienz beispielsweise macht diese kleinrhythmischen Formen in der mittleren Zeile, das sind so kleinrhythmische Formen, so wie es eine gesunde Katze oder eben ein Löwe macht. Einen Löwen hatte Herr Pravinek damals nicht zur Hand. Also diese typisch für das rhythmische System sind die kleinrhythmischen Formen. Und wenn jetzt so eine kleinrhythmische Form im Blutsteigbild eines Menschen auftritt, dann kann derjenige, der ein Blutsteigbild macht, ablesen, dass der Mensch eine Erkrankung im rhythmischen System, im Herzbereich meistens hat. Oder ein Mensch mit Magenkarzinom hat ein ähnliches Blutsteigbild wie eine Kuh, wie wenn man das Blut einer Kuh steigen lässt. Das sind diese typischen Formen im unteren Bereich dieser runden Form, unten an der Basis. Das ist typisch für den Stoffwechsel. Also auch hier wieder, wir können diese Aussagen von Rudolf Steiner durch die bildschaffenden Methoden in die Sichtbarkeit bringen und auch heutzutage mit dieser Thematik ganz anders umgehen. Das habe ich dann hinten auch aufliegen, wenn das jemand haben will.
Und zum Schluss möchte ich noch einmal dieses Horusauge herholen. Horus, der Sohn des Mondes und der Sonne, hatte das linke Auge verloren im Kampf gegen Seth und Tod, der Hermes Trismegistus, der Begründer der Alchemie, hat es geheilt. Und diese alte Zeit stand ja im Zusammenhang mit den Mysterien von unten und oben. Und was haben wir heute? Wir haben uns ja durch das Christentum verändert. Ein zentrales Motiv ist da für mich dieses Thema des Nichts. Wir müssen ja, wenn wir das Göttliche, das Geistige erleben wollen, müssen wir ja auf alles verzichten können, was wir gelernt haben. Wir müssen uns eigentlich innerlich ganz still machen. Man kann dazu auch diesen Gedanken nehmen, dass man eben im Mittelalter empfunden hat, dass immer aus dem Nichts geschöpft wird. Creatio ex nihilo hat man das genannt. Das Neue kommt eigentlich immer aus dem Nichts. Und das Nichts ist doch auch in diesem Mandorla-Motiv zu finden, wo sich zwei Dinge überschneiden und etwas Neues ergeben. Und das Mysterium von oben und unten ist jetzt vielleicht nicht mehr ein Mysterium von oben und unten, sondern ein Mysterium von innen und außen. Christus ist ja jetzt bei uns. Und deshalb taucht für mich aus meiner Sicht dann auch dieses Mandorla-Motiv, das ja eigentlich auch ein Auge ist, aber ein senkrecht stehendes, taucht dann mit dem Christentum, taucht das schön langsam auf. Und abschließen möchte ich mit diesem Gedicht von Paul Celan, der eben diese Frage des Auges, der Mandel, der Mandorla und des Nichts hier thematisiert. Und dieser wunderschöne Christus in der Mandorla, der ist auch aus Törlmaglan, Christus als Weltenrichter an der Südseite kann man den sehen. Mandorla, in der Mandel, was steht in der Mandel? Das Nichts. Es steht das Nichts in der Mandel, da steht es und steht. Im Nichts, wer steht da? Der König. Da steht der König, der König. Da steht er und steht. Judenlocke, wirst nicht grau. Und dein Aug, wohin steht dein Auge? Dein Aug steht der Mandel entgegen. Dein Aug dem Nichts stets entgegen. Es steht zum König. So steht es und steht. Menschenlocke, wirst nicht grau. Leere Mandel, Königsblau. Ja, sehr verehrte Anwesende, nun ist ja die zeitgemäße Methode seit Ruderstein, dass man dann nicht das einfach sagt, was man als Erfahrung eben schon weiß, sondern erstmal schildern wir wissenschaftlich, und das ist rosenkreuzerisch, was schon eruiert werden konnte. Und da ist eben Frank Teichmann unter anderem ein ganz großer Rosenkreuzer, ist mir auch ein Bedürfnis, das mal so auszusprechen, der allerwichtigste Dinge mitgeteilt hat über den Zusammenhang von Goethe und dem Rosenkreuzerwesen, ohne dass wir diese Forschung nicht rüberkommen, überhaupt in das, was wir jetzt tun wollen. Also es geht darum, schlussendlich geht es natürlich darum, um die chymische Hochzeit, aber der Zustand, der ist noch so im Dornröschenschlaf. Ne? Also das wartet noch, wach geküsst zu werden, die chymische Hochzeit. Denn sie ist zwar veröffentlicht und es gibt viele schlaue Aufsätze, aber getan oder gelebt ist das noch nicht. Und so entspricht das auch dem Zustand, in dem sich das Ganze befindet. Denn die Imagination, das nehme ich voraus, das Imaginative, das ist überhaupt der einzige Schritt, mit dem wir in die Realität kommen. Also genau andersrum, als das viele darstellen, gerade im Anthroposophischen. Ich werde das noch in diesem Vortrag nachher dann ausarbeiten, was das ist,
Das heißt, das Begriffliche ist wesentlich, aber noch nicht wahr. Das Begriffliche ist immer angreifbar, es ist umdeutbar und erst wenn der Begriff übergeht, so wie bei den Märchen der Brüder Grimm, wie bei wenigen anderen wichtigen Dingen, erst wenn es imaginativ wird, auch in der Meditation im eigenen Leben, erst dann tritt das wirkliche Rosenkreuzerwirken ein, vorher nicht. Also vorher ist man noch ein Suchender, dann wird man ein Übender und irgendwann kommt man dann an und wird ein Schüler, natürlich des einen Meisters, des Herrn aller Welten. Und so nehme ich jetzt Grundgedanken auf, bereite nochmal den Weg, dass wir hineinkommen, dass wir rüberkommen, vertiefen das dann von Mal zu Mal, damit wir das eben verstehen. Dass es nun heißen darf, Alchemie im Zeichen des Rosenkreuzes, das ist ja quasi der Weg, den wir hier miteinander gehen. Wir hören eben einmal ein Zitat von Steiner, damit wir grob die Richtung kennen. Die Forschungswege des Mystikers und des Alchemisten liegen nach entgegengesetzten Richtungen. Der Mystiker geht unmittelbar in das eigene Geistwesen des Menschen hinein. Sein Ziel ist, was die mystische Hochzeit genannt werden kann, die Vereinigung der bewussten Seele mit der eigenen geistigen Wesenheit, der Mystiker. Der Alchemist will das Geistgebiet der Natur durchwandeln, um nach der erfolgten Wanderung mit den in diesem Gebiet erworbenen Erkenntniskräften das Geistwesen des Menschen zu schauen. Nach dieser Vereinigung erst will er die Anschauung der Menschenwesenheit erleben. Man kann es auch etwas unhöflicher sagen, und das geschieht auch sehr deutlich dann in Aussagen Steiners über die Mystik, dass meistens oder fast immer die Mystik führt in eine eigene Verstiegenheit, weil das schwierig ist, wenn vorher keine Schulung stattgefunden hat. Das ist, glaube ich, sofort einsichtig. Wie will ich denn das unterscheiden, was an Gefahren mir droht, wenn ich mich gar nicht geübt habe? Das sind jetzt meine Worte. Und so ist der Alchemist, oder so sind wir, wenn wir den Weg so gehen, sehr sorgfältig. Er weiß von den wiedergeholten Erdenleben, er durchgründet ganz genau, schon seit Jahrtausenden, wie das aufgebaut ist, alles in den Naturreichen, dem Gesteinsreich, den Pflanzen, den Tieren und so weiter. Und erst dann, wenn das einigermaßen im Griff ist, dann wagt er den Blick auf das Menschenwesen. So jedenfalls ist die Anthropophonetik, die ich so aufgebaut habe, seit dem Jahr 2000, aufgebaut. Wir durchgründen das quasi alchemistisch, um erst frühestens im vierten, fünften Jahr auf das Menschenwesen schauen zu dürfen. Es hat vorher keinen Sinn. Krankheit wäre demnach, wo sich Steine, wo sich Pflanzen, Vegetabiles, wo sich Animalisches im Menschen bildet. Da haben wir schon ein ganz direktes Ergebnis von dem, was da geschieht, wenn Krankheit eben entsteht. Das wäre jetzt eine erste Eröffnung, die ist noch grob, aber sie soll helfen. Alchemie im Zeichen des Rosenkreuzertums. Christian Rosenkreuz und die Rosenkreuzer sind bekannt seit dem 17. Jahrhundert. Sie werden bekannt durch die drei Grundschriften 1614 Fama Fraternitatis, 1615 Confessio, 1616 Chymische Hochzeit. Das sind die Jahre der Veröffentlichung
Tatsächlich wurde zwischen 1603 und 1605 das geschrieben und dann schon von den Schülern inoffiziell verteilt. An ihnen entzündet sich eine große Fülle von Literatur. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Es ist das entscheidende Thema, das alle Menschen unglaublich bewegt im 17. Jahrhundert. Und es entstehen schon in diesem 17. Jahrhundert um die 6.000 Bücher zum Rosenkreuzertum. 6.000 in dem ersten Jahrhundert. Goethe, der in dem Moment, wo er von Leipzig zurückkam, nach Frankfurt mit 18 Jahren, lernte die Rosenkreuzer-Literatur kennen, in bestimmter Art und Weise, da er in den Kreis von Susanne von Klettenberg einen Rosenkreuzer traf, Friedrich Metz, der Arzt Goethes wurde und der ihn schließlich vor dem Tod bewahrt hat. Da wurde in diesem Kreise also Rosenkreuzer Literatur studiert und Friedrich Metz hat seinem Patienten Goethe immer etwas empfohlen. Da muss man halt ein bisschen tiefer graben, ein bisschen wie bei den Brüdern Grimm auch, um dann an sehr viel tiefere Schichten zu kommen, was ja Henning Schramm in vorbildlichster Weise in seinem Lebenswerk getan hat, der ja hier angelistet ist. Zum Rosenkreuzertum gehört im 18. Jahrhundert auch die gesamte hermetische Literatur. Unter diesem Namen erscheint sie auch in Dichtung und Wahrheit. Eine Literatur, die zurückgeht auf das alte Ägypten, die in Griechenland neu gefasst wurde und dann in der Renaissance plötzlich auftauchte. In Florenz wurde der erste hermetische Traktat übersetzt. Es war der Poemandres von Marsilio, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ficino. Ist das richtig Ficino geschrieben? Ficino, ja. 1433 bis 1499. Von diesem Moment ab war die hermetische Literatur im Bewusstsein der Europäer unauslöschbar verankert. Es ist eine Art Mysterienliteratur vorchristlicher Art. Das ist das eine, was Goethe unter Rosenkreuzerisch mitbekam, also die hermetische Literatur Hermes, ne? Trismegistus, wir hatten das gerade durchgenommen. Das zweite war innerhalb dieses Rahmens auch, was auch noch aufleuchtet in diesem Rahmen, das ist nun die Alchemie. Alchemie führt auf Ägypten zurück, denn Alchemie, so Hermann Beck und viele andere, heißt nichts anderes als Ägypten. Allerdings ist es ein Selbstverständnis, dass Ägypten ein Strom ist, ist also ein anderes Denken. Wir müssen das mehr hieroglyphisch, mysterienhaft denken. Ägypten nicht als geologisch, bewusstseinsgeschichtlich irgendwo eingegrenztes Land, sondern als einen Strom. Ein Strom, der nun rauswächst, der also aus Ägypten dann herauskommt, Alchemie. Goethe gibt nun in Dichtung und Wahrheit an, was er an alchemistischer Literatur gelesen hat. Im 8. Kapitel finden Sie vieles dort. Schließlich ist besonders zu erwähnen Paracelsus, der für die Rosenkreuzer eine wichtige und wesentliche Gestalt war, der auch für Goethe wichtig war. Goethe nämlich beschäftigte sich sein Leben lang, das ist nicht so bekannt, mit Alchemie.
Er machte nämlich seitdem alchemistische Versuche. Wir wissen, oder viele wissen sicher von der Begegnung mit Herder in Straßburg, aber wenige wissen wahrscheinlich, dass er ein Labor hatte, schon als junger Mensch. Es waren diese wichtigen Gespräche zur Evolution, die er in Straßburg führte. Und Goethe führt nun diesen gewaltigen Gedanken der Metamorphose ein, den er übrigens von Herder übernimmt. Das hat Kai König wunderbar herausgearbeitet. Das ist ein anderes Thema. Das heißt, der nur 5 Jahre älteren Herder, Johann Gottfried Herder, ist eine Art Lehrer zu Goethe. Das finden Sie, wenn Sie das nachlesen wollen, im Verlag Preis Geistesleben über den Ursprung der Sprache, diese Tatsachen. Also Goethe hat und baut sich überall auf Laboratorium und betrachtet es für sich als etwas außerordentlich Wichtiges, was er dort aber dann nicht an Herder verrät. Er hat also diesen Überblick, die Einschätzung, dass Herder das nicht verstehen wird. Er spricht darüber nicht. Man versteht aber den ganzen Goethe nicht. In seinem gesamten Werk, wenn man das nicht weiß, dass er Alchemist war. Er hat dann in Straßburg diejenigen gesucht, die in Straßburg an der Universität und im Umkreis auch zu dieser Strömung gehörten und hat sie gefunden. Goethe wird so der letzte öffentliche Zeuge. Es geht etwas weiter, verschwindet dann im 19. Jahrhundert, also es kommt dann die Zeit des Materialismus. Und erst in der Mitte des 20., also des letzten Jahrhunderts, kommt plötzlich eine Art Wiederauferstehung des Rosenkreuzertums, dass sich Menschen mehr und mehr interessieren in vielfältigster Weise. Es erscheinen jedes Jahr 1, 2, 3 Bücher zunächst über die Rosenkreuz. Es wird ein Thema, das als Studienfach anerkannt ist seitdem, wurde eine Bibliothek begründet, die Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam. All das muss man ja wissen und steigert sich dann immer mehr. Dort, wo wir nun unser Zentrum haben in Hirschhorn, da gibt es eine kleine Stadt Eberbach und eine riesige Rosenkreuzertagung, das erfuhr ich dann, so mit bis zu 1000 Menschen aus Berlin geführt, die tagte in Eberbach eben. Wie auch viele Russen eben in Odenwald getagt haben, Sophientagung, also da ist, weiß ich was im Busch, ne? So was gibt es dann, nicht so bekannte Tagungen, aber große Kongresssäle und das kriegt in der Öffentlichkeit kaum jemand mit. Wir gehen nun hinüber, direkt in das Geschehen, was uns beschäftigt und ich könnte jetzt ganz unmittelbar selbst, ich will das noch einmal sagen, alleine aus meinem Ansatz heraus, meinem Zugang zur geistigen Welt oder dem Betreten dürfen der geistigen Welt, das stelle ich aber zurück. Ich halte es für richtig, zunächst einmal, das würde ich nur tun, wenn ich darum gebeten würde. Das halte ich nicht für richtig. Ich nehme jetzt erstmal den Ansatz Rudolf Steiners. Also mein Ansatz oder mein Weg, der war über die Bibel eben. Also ist der biblische Ansatz und über Buddha. Ja? In dem Weg, also Christus und Buddha zusammen. Und der Weg Rudolf Steiners nun, der geht so, dass er nun beschreibt, und ich halte es nun für richtig, dass nachdem Ralf Titter, der hier vorne sitzt, dann auch in Großbritannien war und wir dann festgestellt haben, dass dieser wunderbare Maler, Waldorflehrer aus Großbritannien, David Newbett, auch dazu ein Buch verfasst hat, hat Ralf das mitgebracht, eben aus Großbritannien. Wir haben nun diese Zeichnung, es gibt auch ein paar Exemplare übrigens zum Einsehen bzw. Kaufen von dort. Und nun treten wir direkt ein, ich lese den Text und führe dann langsam dort
hinein. Ich nehme aber vorweg, es sind Imaginationen. Das heißt, wir erfahren jetzt etwas aufgeschrieben von diesem Pfarrer. Das ist aber initiiert, so Steiner, durch Christian Rosenkreuz. Also Valentin Andreas schreibt es auf. Aber tatsächlich ist der Führer, der Stifter, das ist Christian Rosenkreuz selbst. Und wir erfahren in Bildern nun etwas, was nicht Bedeutung hat für Christian Rosenkreuz. Das wäre ein Missverständnis, sondern was Bedeutung haben soll für uns. Es ist, glaube ich, noch nicht wirklich verstanden, dieser Punkt, so würde ich eben jedes Buch anfangen, das geht uns. Das heißt, das ist eine Botschaft, das ist die Fortsetzung der Bibel. So Novalis, wer sagt denn, dass die Bibel schon zu Ende geschrieben ist? Es geht also darum, nun unmittelbar sich imaginativ einzuleben. Und deswegen lese ich auch den Text nochmal in der neuen Fassung. Sie finden den Urtext dann, das haben wir, ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben, die Kerngedanken finden Sie alle, wenn Sie das nachlesen wollen, in dem Buch dort im Ortsgang. Wir hören dann quasi jetzt den Wortlaut der chymischen Hochzeit, wie Christian Rosenkreuz nun imaginativ berichtet, also das, was für die Menschheit bedeutsam ist, um eine komplette Erneuerung der gesamten Kultur auszulösen. Am Vorabend des Osterfestes saß ich an meinem Tisch und wie ich mich meiner Gewohnheit nach mit meinem Schöpfer in demütigem Gebet genügsam ausgesprochen und vielen großen Geheimnissen, deren mich der Vater des Lichtes in seiner Majestät nicht wenig hat sehen lassen, nachgedacht hatte und mir auch zu einem lieben Osterlämmlein ein ungesäuertes, unbeflecktes Brot in meinem Herzen zubereiten wollte, da kam auf einmal ein solch grausamer Wind daher, dass ich nicht anders meinte, als würde der Berg, der darein mein Häuschen gegraben war, vor großer Gewalt zerspringen. Gemeint ist damit der grüne Donnerstag, der Vorabend zu Ostern. Gemeint ist damit Karfreitag, Karsamstag, Karsonntag ist im Evangelischen eben grünen Donnerstag. Ich fasste Mut und blieb in meiner Meditation, bis mir wieder meine Gewohnheit jemand auf den Rücken tippte, wovon ich dermaßen erschrak, dass ich kaum wagte, mich umzusehen. Noch auch zeigte ich eine solche Freude, wie menschliche Schwachheit an dergleichen Sachen haben kann. Und wie ich so zu etlichen Malen heftig beim Rock gezupft worden war, sah ich mich endlich um. Da war ein herrlich schönes Weib, dessen Kleid ganz blau und mit güldenen Sternen wie der Himmel zierlich besetzt war. In der rechten Hand trug sie eine massive, goldene Posaune, in die ein Name eingestochen war, den ich wohl lesen konnte, den zu offenbaren, mir aber hernach verboten worden ist. In der linken Hand hielt sie ein großes Büschel, Briefe in allerlei Sprachen, die sie, wie ich später erfuhr, in alle Lande tragen musste. Sie hatte auch Flügel, groß und schön, die über und über
mit Augen besetzt waren. Damit schwangen sie sich auf und konnte schneller fliegen, denn ein Adler. Ich hätte wohl noch mehr an ihr bemerken können, wenn sie nicht so kurz bei mir verweilt und noch aller Schreck und Verwunderung mir in den Gliedern gesteckt hätte. So muss ich's dabei bewenden lassen, denn sobald ich mich umgewendet hatte, blätterte sie ihre Briefe hin und her und zog endlich ein kleines Brieflein heraus, das sie mit großer Verneigung auf den Tisch legte, worauf sie ohne ein einziges Wort von mir wich. Als sie sich in die Luft schwang, stieß sie so kräftig in ihre schöne Posaune, dass der ganze Berg davon widerhallte und ich fast eine Viertelstunde danach mein eigen Wort kaum hörte. Über solch unerwarteter Begegnung wusste ich mir Armen weder zu raten noch zu helfen. Der Steiner beschreibt nun, dass die Rosenkreuzer, ich fasse das zusammen, auch etwas getan haben, indem sie etwas hinausstrahlen und das ablesen. Das, was die Sterne sind, ich verkürze das jetzt, das ist im Grunde das eigene Licht, das Christian Rosenkreuz sieht, das Licht, was ausstrahlt. Es ist ja eine Geistwesenbegegnung, das Licht, das von ihm ausgeht. Aber bevor wir da weitergehen, müssen wir die Grundlagen noch mehr verstehen und gehen noch mal einen Schritt zurück, besinnen uns jetzt auf Grundfragen der Imagination. Ja, da fällt es auch schwer. Bedenken wir doch noch einmal, welch wichtige Imaginationen wir haben. Die Rosenkreuzerübungen haben wir. Wir haben die Gralsimagination. Das ist, die werden wir, wenn es weitergeht, dann auch durchnehmen. Die Gralsimagination. Wir haben die wichtigen Uriel, Johanni und so weiter. Viele Imaginationen. Das heißt, damit betreten wir die geistige Welt und ohne dass dieses vertieft wurde, dass wir das verinnerlicht haben, so Rudolf Steiner, das fasse ich mal so frei zusammen, erhalten wir keinen Zugang in die geistige Welt. Also wir zappeln im Haifischbecken Arimans weiter, im Unterschied zu der Zeit Ägyptens, wo es das Becken Luzifers war, der Sphinx, zappeln wir eben. Und erst in dem Moment, wo wir das eben abends und morgens vollziehen, es wäre imaginativ, natürlich gibt es noch mehr Imaginationen, dies ist eine sehr zentrale nun, bauen wir auf den Zugang zur geistigen Welt. Alles, was nun erscheint drumherum, was Christian Rosenkreuz in Bildern so mitgibt, sind alchemistische Prozesse, Geist-, Seelen-, Leib-Prozesse, die vonstatten gehen, die wir gar nicht verstehen könnten, weil sie viel zu hoch sind, die wir erst verstehen, wenn wir über die Vertiefung so hineintreten. Und so hören wir jetzt nochmal die Methode, die Steiner da aufbaut. Wir hören dann morgen übrigens, wie Christian Rosenkreuz einen Orden begründet hat. Das wollte ich morgen kurz zusammenfassend schildern. Und wie die Wissenschaft dann nach über 100 Jahren die Spitze Europas gerufen wird. Die werden eingeladen, die höchsten Wissenschaftler Europas. Und die finden das auch gut, die begeistern sich. Das ist ein ungeheures Drama im 17. Jahrhundert. Es beschäftigt die Menschen immens, was da geschieht.
Und nun ist der Schritt von Rudolf Steiner kein anderer, dass er diese Methode, die von Christian Rosenfels und seinen Schülern gesetzt wurde, systematisiert, zugänglich macht außerhalb des Ordens, denn der Orden bleibt streng geheim, sehr streng geheim. Bis heute wird geheim gehalten, wo er sich befand, der Ort. Es ist nicht bekannt, wo das überhaupt war. Und Steiner hat auch immer angewiesen, dass man das nicht veröffentlicht, sondern dass es weiter geschützt bleibt. Also Steiner öffnet nun, und diese Stufen heißen, wir wissen, dass er dem christlichen Weg, er spricht von zwei Wegen, vom christlichen Weg. Und ich habe ja vorhin beschrieben, mein Ursprungsweg ist der, auch der Rosenkreuzerische, aber auch der christliche Weg. Da komme ich jedenfalls her, zusammen mit Buller aber. Und so wird das nun der Rosenkreuzerweg. Die Anthroposophie ist von daher nichts anderes als ein alchemistischer Weg, wenn man es denn so verstehen will. Erstens Klärung und Erkraftung des sinnlichkeitsfreien Denkens. So die erste Stufe. So kann man das fassen. Ich wiederhole, Klärung und Erkraftung des sinnlichkeitsfreien Denkens. Das ist gemeint in der Spanne von unbedingter Vertiefung der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners, aber auch ein Gedenk, dass er sagte, lesen Sie doch mal Fichte oder Spinoza oder Hegel und so weiter. So wies er Menschen darauf hin, und dann, um das Denken durchzubilden, zu erkraften. Zweite Stufe, aktives Erbilden von Imaginationen. Dritte Stufe, Auslöschen der Imaginationen und dadurch Platz schaffen für einströmende Inspirationen. Vierte Stufe, Vereinigung mit den geistigen Wesenheiten in der Intuition. Es wird ganz deutlich, dass ohne das Mitwirken des Christus, das stelle ich jetzt einfach mal so dazu, dass Christus jetzt erst, das konnte Steiner damals nicht so sagen, weil es noch nicht so weit war, erst seit 1999 ist der Christus komplett Herr des Karma aller Welten. Das ist ganz durch. Man kann das erleben lernen, plötzlich, wie diese Imagination nicht meine Bauweise ist, was ich gut finde, sondern kann auch erleben, es geschieht nichts, irgendwas scheint zu fehlen. Also ich bastel da so mein Imaginationchen, das ist nicht gemein jetzt. Die Imagination ist eine ehrfürchtige Haltung, das sind auch meine letzten Worte jetzt heute. Und dann aber auch, wie viel muss ich tun und wo muss ich abwarten, dass dann der Christus da hineingeht. Das wäre erst die Imagination. Und in dem Moment, nur in diesem Moment, ist die Seele gerettet. Und darum geht es, das ist die Kernfrage überhaupt der Menschheit, die Rettung der Seele. Da nützt mir jede begriffliche Schlauheit oder andere Worte, Erkenntnis, überhaupt nichts. Die Erkenntnis ist ja nicht die letzte Weisheit, sondern sie ist ein Glied auf dem Weg, so nach Paulus jedenfalls. Ja, 1. Korinther 13, da können Sie das nachlesen, in der berühmten Stelle, geht noch viel weiter als Erkenntnis. Erkenntnis geht dann rüber in Liebe, und Liebe heißt das Wirken mit dem Christus. Das ist hier im Hintergrund, und so gehen wir dann morgen da dann sehr viel tiefer hinein in diese Frage, was die Imagination denn dann für Aufgaben hat. Den folgenden Beitrag, wie der Ton die Welt gestaltet, möchte ich mit einigen Zeilen eines Gedichtes von Johann Wolfgang von Goethe einleiten, und zwar aus dem Faust, dem Prolog. Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang.
und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, wenn keiner sie ergründen mag. Die unbegreiflich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Was hier ausgesprochen wird, was im dichterischen Bewusstsein lebt, berührt eine Anschauung, die in der Vergangenheit der menschlichen Entwicklung nicht nur wenigen zugänglich war, sondern man kann geradezu von einem Allgemeingut der Menschheit sprechen, das die Welt als eine tönende, klingende ansah. Sei es der Lauf der Planeten und der Sterne, seien es die Naturerscheinungen wie Blitz und Donner, die Welt wurde lautlich und tonlich erlebt. In früheren Kulturen geschah das unmittelbar. Im Blitz wurde der Gott Thor, der seinen Hammer schwingt, erlebt. Und damit der T-Laut, T. Das Erleben fand dabei im ganzen Menschen statt, unter anderem im Blutsystem, im Schlagen des Pulses. In der sprachlichen Wendung, mein Puls hämmert, wenn ich mich körperlich angestrengt habe, klingt dieses Erleben noch an. Doch mit der schwindenden Verbindung des Menschen zu den Naturkräften und den geistigen Wesen, die die Welt erfüllen und beleben, verlor sich immer mehr, wovon Pythagoras und Platon sprachen, nämlich das Bewusstsein von einer Sphärenharmonie, der Sphärenmusik, die die Welt als eine Gestaltende durchzieht, in ihr wirkt. Sie, die Sphärenharmonie, ist ja auch heute noch da. Wir hören sie nur nicht, im Allgemeinen jedenfalls. Mit der sich verändernden Konstitution des Menschen über eine lange Zeit, die die stärkere Orientierung eben auf das physisch-sinnliche und auf das Materielle mit sich brachte, verlor der Mensch dieses Miterleben von Laut und Ton immer mehr. Der menschliche Forschergeist richtete sich zunehmend auf das Äußere der Dinge. Man suchte im physisch-sinnlichen den Bau der Welt zu ergründen. Und dieses Bestreben machte vor der Erforschung des Lebendigen nicht Halt. Die Anatomie des Menschen wurde untersucht. Man machte viele Entdeckungen und schuf zunehmend technische Apparate und Maschinen, worin sich eben auch eine zunehmende Affinität oder eine zunehmende, beginnende Mechanisierung des Vorstellungslebens und der Weltanschauung zeigte. Trotz dieser Orientierung im Allgemeinen gab es aber auch stets Künstler, Forscher, Philosophen, Ärzte, Rosenkreuzer, die in ihrer Tätigkeit und in ihrem ganzen Sein die Verbindung zur Ganzheit der Welt und damit zur geistigen Welt suchten und aufrecht erhielten. Wir könnten hier viele Individualitäten nennen, große Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Alexander von Humboldt als einen Vertreter der Naturwissenschaft, ein enthusiastischer Forscher, der die ganze Welt bereiste und in einer begeisternden Art und Weise dasjenige, was er aufgenommen und erforscht hatte, entdeckt hatte, ausstrahlte. Ihm ging es darum, die Phänomene im Zusammenhang mit einer Ganzheit, im Sinne einer Ganzheit zu schauen.
vor circa 200 Jahren, als der Blick der Menschen schon sehr stark auf das stoffliche Materielle gerichtet war, erschien eine Schrift von der Theorie des Klanges von Ernst Florenz Friedrich Klatny. Und Klatny erstaunte die Menschen mit einem Experiment, das folgendermaßen vor sich geht. Er hat eine Platte genommen, wie diese hier. Wir werden morgen auch sehr intensiv in der Arbeitsgruppe Kymatik uns mit dieser Platte oder diesen Platten beschäftigen. Und er hat diese Platte bestreut mit feinem Sand. Und dann hat er mit einem Bogen, das ist hier ein Cellobogen, hat er an der Seite diese Platte angestrichen. Und er konnte das so kunstvoll vollführen, dass wenn dann der Ton ansetzte, dass sich dieser Sand in Bewegung setzte. Der Sand kam in eine Bewegung und dann in eine Formung, es gestaltete sich dieser Sand, sodass dann Figuren, filigrane Figuren entstanden. Und diese Figuren sind heute bekannt unter dem Namen der Klappisch-Klang-Figuren. Und Klatny war mit vielen Menschen, er hat nicht nur der Öffentlichkeit das vorgestellt, sondern auch vielen herausragenden Persönlichkeiten, unter anderem Johann Wolfgang von Goethe. Und Goethe war sehr angetan von diesen Versuchen. Und Goethe hat neben der Farblehre, die viele vielleicht kennen, auch eine Tonlehre entwickelt, angefangen zu entwickeln. Jahrzehnte später hat der Physiker Michael Faraday sich auch mit diesen klattischen Klangfiguren beschäftigt. Und wenn man heute von den klassischen Klangfiguren spricht, dann wird oftmals, hat man ein Verständnis oder man stößt auf ein scheinbares Verständnis, dass man sagt, ja, das ist alles klar, man hat ja diese Platte und diese Platte ist so wesentlich. Diese Platte ist an der Formentstehung, an der Gestaltung dieser Figuren entscheidend. Und Faraday hat aber bereits vor über 100 Jahren eben mit sehr feinem Pulver gearbeitet, mit sehr feinem Pulver diese Versuche durchgeführt. Und Faraday war ein sehr, sehr guter Beobachter. Er hatte sehr, 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 sehr geschulte Sinne. Und er hat festgestellt, dass es gar nicht die Platte ist, sondern dass die Luft um die Platte herum, das war eben seine Ansicht, dass die den entscheidenden Anteil an der Formentstehung, an der Gestaltung dieser Formen hat. Und wir wissen aber heute, nachdem es auch möglich ist, dass diese Versuche im Vakuum gemacht werden, dass wir eben den Anteil der Luft ausschließen, dass auch dort überraschenderweise Figuren entstehen. Aber in einer sehr zarten Ausprägung. Also wir werden allein schon durch die klassischen Klangfiguren, durch diesen ganz besonderen ersten Versuch, werden wir hingewiesen auf eine Schwelle. Also rein aus der materialistisch-mechanistischen Vorstellung aus diesen Gesetzmäßigkeiten können wir das Entstehen der Figuren nicht erklären. Um 1900 herum ungefähr ist dann etwas passiert, die klassischen Klangfiguren, um die ist es ein bisschen ruhiger geworden, die waren gar nicht mehr so im Blick, hat eine englische Berufssängerin, eine Sopranistin, war auf der Suche nach einem Instrument, um ihre Stimmschulung, um den Fortschritt ihrer Stimmschulung messen zu können, war sie auf der Suche nach einem Instrument, sie hat keines gefunden und dann hat sie eben selber eines entwickelt. Und dieses Instrument, ich habe ja etwas Ähnliches dabei, das ist ein sogenanntes Aidophon, also Frau Margaret Watts Hughes hat diesem Instrument den Namen Aidophon gegeben. Es ist, hoppala, wenn es zusammenkleidet. Es ist relativ einfach, es ist ein Korpus, der Korpus ist bespannt mit einer Membrane. Man kann da auch Seidenpapier nehmen, also die verschiedensten Materialien sind da möglich und es gibt einen Tubus hier an der Seite und sie hat eben in dieses Rohr hinein gesungen. Wollte eben ihre Stimmschulung feststellen und irgendwann in Anführungszeichen, großes Anführungszeichen bitte ich sie zufällig gibt es ja nicht bekanntlich, ist eine Figur entstanden. Und sie ist, also durch ihre Stimme, durch den Ton, den sie gesungen hat, ist eine Figur entstanden, eine klassische Klangfigur. Und sie hat dann ganz
ja, wie es ihre Eigenart war, in ihr war anscheinend neben der Künstlerin auch schon sehr viel Wissenschaftliches anwesend, sie hat dann das wiederholt und die Figur ist wieder entstanden. Und so hat sie angefangen, sich mit dem Allophon, mit diesem Instrument, was sie entworfen hat, intensiv zu beschäftigen. Sie hat verschiedenste Allophone gebaut, die von sehr kleinen bis zu großen. Sie hat verschiedenste Membranmaterialien genutzt. Sie hat aber auch mit verschiedenen Techniken gearbeitet, mit festen Stoffen, mit Sand, mit Pulver, aber auch mit Farbe, mit Flüssigkeiten. Und durch ihre Gesangsschulung war sie irgendwann in der Lage, nicht nur die klassischen Klangfiguren entstehen zu lassen, sondern ich habe jetzt hier zwei Bilder und auf der Seite sehen Sie hier ein Bild, was Frau Jus entstehen hat lassen können, nämlich was hier uns sehr stark an einen Baum erinnert, also Pflanzenformen. Also sehr viel letzte Stimme. Mit ihrem Kehlkopf, also mit ihrem Instrument des Kehlkopfes, mit der Stimme, hat sie diese Pflanzenform entstehen lassen. Und sie beschreibt in ihrem Buch, sie hat auch ein Buch veröffentlicht, sie haben das Buch auch dabei, für die, die es gerne auch nachlesen möchten, sie beschreibt, dass diese Formen, diese hochfiligranen Formen, nicht entstehen, indem sie einfach einen Ton oder hinein sind, sondern sie beschreibt es wie eine Komposition. Sie sagt, es bedarf auch eben der Stimmschulung, des Wissens, dass man eben in verschiedenen Teilen, die Stimme wird lauter, sie wird zurückgenommen, verschiedene Töne in Folge und dann entsteht an einem gewissen Augenblick, entsteht dann das Bild. Also wir sehen jetzt schon an der Stelle, und das haben wir auch dabei, deswegen habe ich das jetzt hier auch nochmal dargestellt, wir werden morgen sowohl mit den klassischen Klangfiguren in der Kymatikgruppe arbeiten, wie mit dem Allophon. Und ungefähr in den 50er Jahren hat dann der Schweizer Arzt Dr. Hans Jenny, ein Anthroposoph, der in Dornach gelebt hat, der hat sich dann auch mit diesen Phänomenen beschäftigt, mit diesen verschiedenen Figuren, mit den Phänomenen um die Töne, Klänge. Er hat aber diesen großen Schritt gemacht, dass er gesagt hat, es interessiert ihn, wie weit kann er technische Errungenschaften seiner Zeit, Erfindungen mit hineinnehmen. Und er hat dadurch sich selbst oder der wissenschaftlichen Ausrichtung auch noch viele Türen geöffnet. Das Besondere an Dr. Hans Jenny war, dass er neben seiner ärztlichen Tätigkeit und auch seiner wissenschaftlichen, dass er auch Maler war. Er war ein sehr engagierter, sehr fähiger Maler, der in die Natur gegangen ist. Und da gibt es viele Anekdoten. Also seine Frau hat einmal erzählt, dass er mit den Kindern eben und ihr in der Natur still gesessen ist. Und das ging dann nicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, sondern stundenlang. Stundenlang mussten sie ruhig verharren und warten, was eben sich zeigt. Und dann wird eben beschrieben, dass sich dann nach dieser langen Zeit plötzlich eben auch Tiere angenähert haben. Und Dr. Hans Jenny hat die Tiere in der Natur und in ihrem Umfeld so gut und genau beobachtet, dass er eben, ich habe hier den Fasan dabei auf der rechten Seite, dass er eben zeigt, wie stark die Verbindung ist, das Verhältnis des Verwobenseins des Umfeldes, der Natur und des Tieres. Für Dr. Hans Jenny war jetzt aber die Malerei noch kein Teil, kein direkter Teil seiner Forschung. Er hat dieser Forschung irgendwann auch einen Namen gegeben, Kymatik, sondern er hat sich vor allem auch in der Beobachtung geschult. Also als Maler war er eben da eben sehr weit fortgeschritten. Es gibt von Hans Jenny gibt es zwei Bücher, die zu einem Buch zusammengefasst worden sind, wo er eben vor allem auch aufzeigt, wie er das verstanden möchte, diese Forschung, die er da betrieben hat, nämlich dass es sich auf keinen Bereich irgendwo beschränkt, sondern es ist eine sehr ein sehr offener Ansatz, den er sich angeguckt hat. Er beschreibt auch in den Büchern, dass er sich viele Gedanken gemacht hat, viel geforscht hat, auch wenn es zum Beispiel um den Bau des Menschen geht, um das Nervensystem, um den Aufbau des Knochens. Also er wollte das sehr umfassend verstanden haben. Gut.
Und Admani hat jetzt diesen Ansatz, diesen ersten Schritt von Dr. Hans Jenny zu einer Methode, die wir auch morgen vorstellen werden, zu einer Methode weiterentwickelt, in dem die Kunst nun ein ganz zentraler Teil wird. Das heißt konkret, wenn wir uns im Experiment oder in der Naturbeobachtung einem Phänomen nähern, dass wir zuerst rein in der Beobachtung uns befinden, dass wir versuchen, jeden Begriff und jede Vorstellung erstmal rauszunehmen. Also sehr stark in der Beobachtung und dann eben als zweiten Schritt, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wo die Kunst mit hineinkommt, dass wir dann später zum Beispiel im Zeichnen, wir werden morgen auch zeichnen, im Zeichnen oder auch im Plastizieren mit Ton, dass wir dann hineingehen nochmal ins beobachtete Phänomen, um es künstlerisch zu erfassen. Was heißt das jetzt konkret? Wenn ich heute im Phänomen zum Beispiel eine Form erblicke, dann habe ich ja nicht einfach diese Form gegeben, dass sie da ist, sondern ich kann beobachten und mich da auch vertiefen, wie entsteht denn diese Form? Also wenn ich zum Beispiel jetzt so eine geschwungene Form habe, gibt es da irgendwelche Bewegungen? Gibt es da Rhythmen? Gibt es da etwas, was diese Form entstehen lässt oder vielleicht auch immer wieder entstehen lässt und auch weiter variiert? Und durch das Zeichnen können wir hineinkommen in einen Prozess, um dieses Phänomen zu erfassen. Und dann erst, wenn wir das erleben oder auch wenn wir dort hineinkommen, in dieses künstlerische Erfassen, haben wir dann als dritten Schritt die Begriffsbildung. Eine sehr, sehr langsame, schrittweise Begriffsbildung, um an einem gewissen Punkt zu einem ersten Erkenntnisschritt zu kommen. Wenn das über viele Male wiederholt worden ist, dann gibt es noch als letzte Möglichkeit, dass sich Menschen, Forscher zusammenfinden mit ihren Erkenntnissen, um das zusammenzutragen, um dann aus diesen Erkenntnissen heraus eine letzte objektive Stufe nochmal herauszukristallisieren. Goethe hat in seiner Schrift Der Versuch als Vermittler zwischen Objekt und Subjekt deutlich gemacht, dass wenn wir die Welt kennen wollen, dass wir uns als Experimentator, als jemand, der die Welt erforscht, hineinstellen müssen. Aber wir können uns nicht einfach hineinstellen und sagen, gut, das ist jetzt so, ich möchte das jetzt beobachten, sondern ich brauche eine gewisse Haltung. In dem Punkt der Haltung werden wir auch, und das ist jetzt nochmal ein entscheidender Punkt, was man erleben kann, im künstlerischen Tun, dass auch diese Haltung ganz entscheidend ist. Also wir werden da morgen auch verschiedene Ansätze sehen. Mir selbst ging es so, dass ich das erste Mal gezeichnet habe, dass ich halt das, was am Schluss da war, ganz am Schluss, habe ich abgemalt. Und dann kommt man aber zu dem Punkt, und das ist eben Teil dieses künstlerischen Erfassens, dass es gar nicht darum geht, ja immer nur diesen letzten Schritt zu beobachten. Das sind wir aber mittlerweile gewohnt. Also wir gucken auf ein Experiment eigentlich erst immer ganz zum Schluss. Und dann sehen wir zum Beispiel eine Form. Aber die Frage ist ja, wie entsteht sie? Und was passiert in dieser Zeit? Und da können wir auch durch das Künstlerische hineinkommen, dass wir den Blick von dem Gewordenen wechseln zum Werdenden. Vielleicht noch zum Schluss von meinem Teil ein Punkt, der mir da ganz stark auch am Herzen liegt, der in dem Zusammenhang nochmal das deutlich macht. Die etablierte Wissenschaft, wie wir sie heute kennen, die hat immer diesen Anspruch, sie sagt, ich kann nur etwas erkennen, indem ich es objektiviere. Und damit stellt sie sich auf eine ganz andere Stelle. Sie sagt nämlich, sie muss die Menschen rausnehmen. Und sie macht es auf eine ganz eigenartige Weise. Nämlich, es ist deutlich nachvollziehbar, wenn ich heute hergehe und ich sage, ich überlege mir den Versuch, also etwas interessiert mich, ich möchte etwas erforschen, dann überlege ich mir das, ich baue den Versuch auf, ich überlege mir, was für Kriterien, was für Parameter werde ich da feststellen, werde ich dann nachher auswerten. Und es braucht ziemlich lange in aller Regel. Und dann gibt es irgendwo so diesen Versuchsstartknopf, den ich dann drücke. Und in dem Moment, wo ich den drücke, bin ich schon mit einem Fuß weg und sage, jetzt gehe ich mal kurz weg. Und damit habe ich dieses Objektivieren gemacht. Also das ist eine ganz eigenartige Vorstellung, dass ich sage, ich kann zu einer Erkenntnis kommen, indem ich eigentlich als Mensch ständig dabei bin und plötzlich negiere ich mich und ich gehe da aus dem Raum.
Es ist in der Kymatik und auch das, was Goethe angestoßen hat, natürlich eine ganz andere Situation. Ich kann den Menschen, ich kann die Schöpfung nicht erforschen, indem ich so tue, den Menschen gäbe es in der Schöpfung gar nicht. Und Werner von Heisenberg, der Physiker und Nobelpreisträger, hat es auch ganz deutlich erforscht, er hat ganz deutlich aufgezeigt, dass wir Teil eines jeden Experiments sind. Dagegen können wir gar nichts machen, wir sind Teil der Schöpfung. Und dass ich das Experiment, der Versuch, auch in dem Moment, wo ich hinschaue, und das kann ich mehr oder weniger stark machen, in dem Moment, wo ich immer ein Teil davon bin, ändert sich das Experiment. Und das heißt, auch von der Seite ist das schon ganz deutlich zurückgewiesen, eine Erkenntnis und der Herausnehmen des Menschen ist gar nicht möglich. An dieser Stelle möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es, was das etablierte, herkömmliche Weltbild oder auch das Bild der Naturwissenschaft betrifft, Probleme entstehen, dass es hier Probleme gibt. Wir haben gerade von einer lebendigen Auffassung der Welt gehört, die sich in diesen großartigen, nicht nur Bildern, sondern Prozessen zeigt. Denen wiederum liegt die menschliche Stimme als Schöpfungsgrund zugrunde. Und es entsteht doch die Frage, was ist Wirklichkeit eigentlich? Also eine Frage, die doch Aufgabe der Naturwissenschaft ist. Zusammenhänge aufzuzeigen und sozusagen zur Erkenntnis zu kommen, was den Dingen zugrunde liegt. Nach Rudolf Steiner gelangen wir zur Erkenntnis der Wirklichkeit, zur Auffassung der Wirklichkeit und einem Leben in der Wirklichkeit, wenn wir beobachten, das heißt, wenn wir Wahrnehmung und Denken, die Begriffsbildung, miteinander verbinden. Aber diese Verbindung muss sorgfältig geschehen. Das heißt, es darf nicht vorschnell geschlossen werden von einer Wahrnehmung auf eine Vorstellung, einen Begriff, eine Assoziation, sondern dieser Begriff, der muss langsam entstehen und aus der Sache heraus sich bilden. Also Sorgfalt in der Begriffsbildung ist unverzichtbar. Es würde also, wenn wir betrachten, wie wir erkenntnismäßig gebildet sind, darum gehen, alles Modellhafte, dessen Wahrheitsgehalt man doch wirklich in Frage stellen kann, zum Beispiel das Atommodell, das sich ja schon sozusagen als lange überholt oder eben in seinem Modellcharakter bewiesen hat, nämlich es ist nicht wirklich, sondern es hat nur Modellcharakter. Es würde doch darum gehen, jetzt alle vorgefassten Begriffe zurückzuhalten. Alles das, was man vorschnell aufgenommen hat, was nicht wirklich gegründet ist in der Wahrnehmung und diesem langsamen Entstehen in diesem Wechselverhältnis, darauf zu verzichten. Niels Bohr sagt über sein Atommodell selbst, nun, es war wohl mehr erraten als wirklich sicher gegründet erkannt. Und auf diesem Wege, sich auf die Phänomene einzulassen, eine goetheanistische Grundhaltung, Rudolf Steiner hat den Begriff des Goetheanismus geprägt, kommen wir dann dazu, dass durch das Vergleichen von unglaublich vielen Einzelfänomenen, Einzelbeobachtungen, wenn es gut läuft, aber auch durch das Vergleichen mit den Forschungen anderer, die Begriffe langsam, so hat Atmani es formuliert, im Herzen entstehen. Dass es also nicht darum geht, jetzt im Vorstellungspol vorschnell zu Ergebnissen zu kommen. Auf diese Art und Weise kann man zu Begriffen gelangen, die wirklichkeitstauglich sind. Und dieses, die Naturwissenschaft zu befruchten und mit Wirklichkeit wiederum zu verbinden, diesen Weg hat ja Rudolf Steiner begonnen, indem er die Naturwissenschaften mit Anthroposophie ergänzt. Und ebenso wirkten damals um ihn herum andere Persönlichkeiten wie Ita Wegmann, Elisabeth Frede, Ehrenfried Pfeiffer und andere an der Ausgestaltung, Günter Wachsmuth, Eugen Kolisko und andere an der Ausgestaltung dieses Impulses, der seine Form dann in diesem Buch die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und Mensch bekam. Das heißt, es wurde der Boden geschaffen,
auf dem eine Auffassung von Wirklichkeit überhaupt erst möglich ist. Warum brauchen wir eine neue Methode? Wir erleben, dass die alten Methoden nicht zielführend sind, dass sie uns nicht mit der Wirklichkeit verbinden. Ich möchte im Weiteren noch einige einzelne Grundfragen oder Grundprobleme berühren, zum Beispiel unsere Auffassung der Zentralkräfte im Verhältnis zu den Universalkräften oder Umgebungskräften, den schöpferischen Kräften oder den Bildekräften. Gehen wir zunächst aus von der Anschauung der Zentralkräfte. Wir sind doch, wenn wir ehrlich sind, so geprägt, dass wir vom euklidischen Raum ausgehen, vom punktförmigen sozusagen, ja, und von diesem punktförmigen aus mit der Errichtung von drei Raumesrichtungen dann zu einer Anschauung des Raumes kommen, der vom Punkt ausgeht, vom Zentrum ausgeht und sich dann in die Peripherie entfaltet. Auf diesem Wege denken wir aber alles, was wir hier vorfinden, im Grunde endlich, auch wenn wir es uns nicht wirklich bewusst machen. Und diese sogenannte euklidische Geometrie können und müssen wir ergänzen durch die projektive Geometrie, die ihre Ausgestaltung erfahren hat, ab ungefähr 1930, dann sehr stark durch George Adams, der dieser euklidischen Geometrie die Unendlichkeit, den Begriff der Unendlichkeit einfügt oder sie erweitert. Und mit diesem Erweitern der Unendlichkeit kommen wir dahin, wenn ich jetzt ausgehen würde von mir, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, würden wir zu einer sogenannten unendlich fernen Ebene kommen, die es als unendlich ferne Ebene aber nur einmal gibt. Und an dieser unendlich fernen Ebene ist aus unserer Sicht des Menschen ein Umschlag und auf einmal kommt hier sozusagen dieses, was ich eigentlich hier intendiere, kommt hier und das kann man erleben, wenn man sich wirklich hineinbegibt, das kommt dann hier von unten wieder. Das heißt, es gibt keine Trennung zwischen diesem nach oben gerichtet sein und dem von unten aufsteigen, sondern es ist eins, aber es geht über die Unendlichkeit. Nun leben wir aber in dem Wirken der zentrifugalen Kräfte, der Kräfte der Explosion, der Ausdehnung vom Zentrum, und unsere Wissenschaftswelt oder auch mechanisierte Welt, die Welt der Maschinen und so weiter, ist aber sehr stark durch dieses Explosionsprinzip bestimmt. Die Verbrennungsmotoren funktionieren explosiv. Die Vorstellung von Materie, üblicherweise oftmals zentrifugal sozusagen nach außen erweitert, ja, vom Zentrum ausgehend. Nun sind aber diese anderen Kräfte, die geschilderten, die Umkreiskräfte, die Aufbauenden. Die Aufbauenden, die Schöpferischen, aus denen Leben entsteht, aus denen Organisches entsteht, durch das Wesen in Erscheinung treten können, durch die Wesen in Erscheinung treten kann, wohingegen die zentrifugalen Kräfte die Kräfte der Zerstörung sind, des Zerfalls. Und hier haben wir nun sehr viele Beispiele im Mineralreich, wo durch Erosion zum Beispiel ja, sich etwas auflöst, Dinge zerfallen. Wenn Pflanzen zugrunde gehen, Menschen sterben, sehen wir die Kräfte des Zerfalls am Wirken. Und demgegenüber brauchen wir aber die saugenden. Und es wurde vorhin ja auch so ausgesprochen. Die saugenden Kräfte, eine Anschauung und ein Erleben und ein Arbeiten der saugenden Kräfte. Diese Kraftwirkungen, es gibt nun diese Kraftwirkungen, die wir gruppieren könnten oder anordnen könnten im Sinne der ausbreitenden Tendenz und im Sinne einer zusammenziehenden Tendenz. Und dann kommen wir auf Bildekräfte, die mehr ausdehnend wirken und Bildekräfte, wie Rudolf Steiner sie nennt, die sich mehr zusammenziehen. Und diese Bildekräfte sind aber mit dem Elementarischen, das heißt dem Reich der Elemente, auf eine intensivste Art und Weise verbunden und mit der Anschauung von Aristoteles, wo wir eigentlich von dem Wirken der Elemente, dem Elementarischen, eigentlich ausgehen können, welche aus der Prima Materia hervorgehen, sozusagen, und dann eine weitere Ausgestaltungsstufe
darstellen im Sinne der weltaufbauenden Kräfte. Und haben wir in allem, was wärmehaft die Welt durchzieht, haben wir wirken eine Bildekraft, nämlich die Kraft des sogenannten Wärmeäthers. Das heißt, es gibt keine Wärme, der die Kraft des Wärmeäthers, der Wärmeäther nicht zugrunde liegt. Das Licht und die Luft sind eben auch nur dadurch möglich, dass ein Äther, eine Bildekraft, das Luftige und das Licht hervorbringt und diesen Zustand, diesen elementarischen Zustand des gasförmigen, des Lichthaften aufrecht erhält. Wir gehen weiter, dann ich mache nur kurz die Stufung herunter zum Wasser. Auch hier ist eine Bildekraft zugrunde liegend und wir gehen dann weiter zum Festen und damit, also mit dem Element Erde ist jetzt alles Feste gemeint, mit dem Element Wasser alles Flüssige, kommen wir zu einer weiteren Bildekraft. Und so haben wir ganz oben jetzt in dieser Reihenfolge den Wärmeäther, der den Wärmeerscheinungen, dem Feurigen, dem Element Feuer zugrunde liegt. Wir haben dann den Lichtäther, der dem Licht und Luftigen zugrunde liegt und dieses hervorbringt und dieses schafft. Wir haben den chemischen oder Klangäther, welcher alles Wässrige, alles Flüssige hervorbringt und schließlich den Lebensäther, der mit dem Festen, dem Element des Festen verbunden ist. Es gibt nun Experimente und Versuche, wo die Aggregatzustände, die wir jetzt verbinden mit dem Elementarischen, die Aggregatzustände zugrunde liegen. Und zwar ist das ein Wasserversuch. Es geht hier bei diesem Versuch darum, die Übergänge von einem Aggregatzustand, das heißt vom Flüssigen zum luftigen, gasförmigen zu beobachten, zum Beispiel. Das kann man sehr schön beobachten an dieser Stelle. Und die Frage, was hier eigentlich geschieht. Und nun kann man sehen, dass wenn wir diese Übergänge von einem Aggregatzustand zum anderen haben, vom Flüssigen zum Gasförmigen, vom Flüssigen zum Festen, dass hier ganz eigenartige und wundersame Phänomene zustande kommen. Es finden nämlich Übergangsstufen statt, das heißt, der Übergang vom Flüssigen zum Luftförmigen, Gasförmigen geschieht nicht linear, wie man es denken könnte, einfach, sondern es werden verschiedene Stufen wiederholt. Man stößt an einem Phänomen, nämlich dass wenn wir an die 100-Grad-Grenze kommen, dass wir dann weiter Temperatur zuführen, das heißt wir erhitzen weiter und erhitzen weiter, ohne dass äußerlich etwas passiert. Gut, vielleicht nimmt die Blasenbildung ganz leicht zu und so weiter, aber wir führen zu, Temperatur zu, Temperatur zu und dann geschieht quasi in einem Sprung der Übergang ins Gasförmige und diese Phänomene sozusagen, warum führen wir diese Temperatur zu jetzt über einen längeren Zeitraum? Wie entsteht dann dieser Sprung eigentlich ins Nächste hinein und welche Kräfte sind hier am Wirken? Das sind Fragen, die so einfach nicht zu klären sind. Die Wiederholung der Zustände in den Aggregatzuständen haben wir nun etwas mehr schematisch ausgedrückt darin, dass nämlich im Übergang vom Festen zum Flüssigen und vom Flüssigen zum Luftförmigen die einzelnen Entstehungsstufen vom Festen zum Flüssigen, zum Gasförmigen, zum Wärmehaften oder andersrum, wenn wir abkühlen, vom Wärmehaften zum Luftförmigen, zum Flüssigen noch einmal wiederholt werden. Das heißt, an dieser Übergangsgrenze, um die 100-Grad-Grenze herum, finden mehrere Übergangsstufen statt, die wir als solche nur schwer beobachten, aber doch, wir können sie beobachten als ein Beispiel. Nämlich, wenn Wasser übergeht ins Eis, in die Eisbildung, sehen wir in jeder Eisbildung Luftblasen. Das hat jeder gesehen. Das Phänomen liegt völlig offen, ja, es ist einfach da. Woher kommen die Luftblasen? Sie entstehen dadurch, dass genau das stattfindet, vom Übergang vom Flüssigen zum Festen, dass nämlich die Stufen wiederholt werden. Und nun beschreibt Rudolf Steiner in seiner Geheimwissenschaft im Umriss die Entwicklung der Erde in langen, langen Zeiträumen und sehr differenziert und ausführlich. Und er geht hier aus zunächst von einem Wärmezustand. Das heißt, einem Wärmezustand einer Erde, die hier noch nicht Erde genannt wird, sie wird genannt der alte Saturn, wo ein Wärmezustand da ist, ein Wärmezustand, der sich in sich differenziert, ich kürze es, also wo verschiedene Einflüsse stattfinden,
einzelne Bildungen aber in der Wärme verbleibend veranlagt werden, die sich dann in einer nächsten Stufe der sogenannten alten Sonne differenzieren und fortsetzen, dann allerdings unter einer anderen Substantialität, um mit Aristoteles zu sprechen, jetzt nicht im Sinne einer Festigkeit, aber das heißt einer zunehmenden Verdichtungsstufung. Beim alten Saturn haben wir den Wärmezustand, das Wirken des Wärmeäthers oder auch die Entstehung des Wärmeäthers. Auf der alten Sonne haben wir das Wirken des Lichtäthers. Dann geht es weiter zum sogenannten alten Mond, wo das flüssige Element vorherrscht, aber ganz anders, als wir es heute haben. Es waren Zwischenzustände zwischen dieser Luft und zwischen unserer Flüssigkeit. Das war ganz anders geartet. Und dann kommen wir schließlich zu unserer heutigen Erde. Und diese Stufung wird die Entwicklung der Globen genannt. Und nun macht Rudolf Steiner aus seiner eigenen Forschung darauf aufmerksam, dass die Entwicklung vom alten Saturn, das heißt dem Wärmezustand, zur alten Sonne, dem lichtgasigen Zustand, nun so passiert, dass nach einer gewissen Präsenz des Wärmezustands dieser Zustand zurückgenommen wird, er verschwindet sozusagen, und dann entsteht in dem Neuerscheinen der alten Sonne eine kurze Wiederholung oder eine relativ kurze Wiederholung des alten Wärmezustands des Saturns im Beginn des Sonnenzustands, des alten Sonnenzustands, um dann in den Sonnenzustand vollständig überzutreten. Dann, nach einer gewissen Weile, wird der Sonnenzustand zurückgenommen und Rudolf Steiner führt aus, dass wir dann im Entstehen des alten Mondzustandes, des Flüssigen, haben eine Wiederholung des wärmeartigen Saturnzustandes, des gasig-lichthaften Sonnenzustandes zum Mond hin, und dasselbe passiert dann nochmal zur Erde hin und zur Festigkeit. Und nun können wir glasklar sehen, dass die Elemente, dass in diesem Siedeversuch, wie man ihn nennen könnte, nämlich die Beobachtung der Aggregatzustände von einer Stufe zur anderen, genau das passiert im Kleinen, was im Großen in der Weltentwicklung geschieht. Also, es ist immer ein Saturn, sondern heute noch. Bei jedem Experiment sind ja alles. Und das ist die zeitgemäße Entwicklung. Das müssen wir auch schauen. Das heißt, bei jedem, nochmal laut, bei jedem Experiment sind die Elemente und sind diese Wirksamkeiten, das heißt der alte Saturn, die alte Sonne, anwesend. Und das ist nun die Alchemie. Alchemie der Gegenwart. Der Gegenwart. Das zu erforschen, die Kymatik, ist die Methode dafür. Und ich blicke jetzt auf die Uhr, die Zeit ist um und ich beende. Ich bin im Wesentlichen Chemielehrer an der Freien Waldorfschule Graz seit knapp 30 Jahren, habe vor allem immer mit den Oberstufenschülern der 15- bis 18-, 19-Jährigen zu tun, und die sind immer die härteste Realitätsprobe, was man denn thematisieren kann und was nicht. Und im Versuch über den, muss man sagen, allgemein dominierenden reduktionistischen Zugang zur materiellen Welt hinauszukommen, ist es mir zu einer günstigen Vorgehensweise geworden, wirklich die Stoffe und ihre Wesensprozesse als Mitgeschöpfe der großen Schöpfungsfamilie Erde zu verstehen. Und dann frage ich natürlich so die Schüler, ja, wie würdet ihr euch denn eigentlich richtig beschrieben empfinden, wenn ich eure Körpergröße angebe, eure Betriebstemperatur, euren Schlafrhythmus, und dann bist du jetzt also der David. Und natürlich, schärfster Protest, ja, da weiß man doch eigentlich fast gar nichts. Und im Grunde genommen ist es dann nicht weit zu bemerken, dass wir aber im Grunde genommen nichts anderes tun, wenn wir Chemikalien und Prozesse in dieser Art und Weise charakterisieren und beschreiben wollen. Das wird dann in großen Büchern gesammelt, daraus werden Rezepturen für neue Substanzen gebildet, und
Im Grunde genommen muss man sagen, ist das eine hervorragende Methode, überhaupt eine Entscheidung zu treffen im Labor, dieses oder jenes zu probieren und dann Resultate zu erhalten, die in 90% nicht brauchbar sind und 10%, mit denen kann man da was anfangen im Sinne eines neuen Werkstoffes, im Sinne einer neuen Medikaments oder so etwas. Und um diesem Geschehen eine Würde zu geben, bin ich dann dazu übergegangen zu sagen, da gibt es schon noch Methoden, auch irgendwie an die Sache heranzugehen. Und das mache ich dann im Grunde genommen immer dichterisch. Und gerade weil wir von Schwefel und Eisen sprechen werden oder beziehungsweise sie erfahren werden, ist das auch tatsächlich entsprechend einer 11. Schulstufe, 17-Jährige, die dann eben halt auch mit Biografiefragen natürlich vertraut oder zumindest sensibilisiert sind. Und da fange ich dann so an, dass ich da ein einfaches Gedicht genommen habe, um zu sagen, lassen wir doch mal offen, um was es geht. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Wer bist du überhaupt? Du warst es nicht gestern. Du bist es nicht heute und wirst du es morgen sein? Du kannst es nicht sagen. So will ich dich fragen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Im Werden und Sterben, im Sterben und Werden liegt deine Natur. So, jetzt ist nun mal offen, was ist jetzt gemeint? Der Schüler? Oder wir haben ja jetzt Chemie? Ja, die Stoffe unmöglich? Ja. Sag mal, lassen wir das offen. Jetzt kommt Schwefel ran. Und nun kommt jetzt eine andere Seite, sozusagen für uns, die ich jetzt mit den Schülern so nicht besprechen würde. Es gibt eigentlich eine sehr schöne neue Sichtweise, wie man eigentlich mit den Mitgeschöpfen unserer Erde, ob es Chemikalien, Mineralien, Pflanzen und Tiere oder eben auch Menschen sind, umgehen kann. Auch möglicherweise auch mit Engelswesen, aber beschränken wir es mal auf die unmittelbar Sichtbaren, dass man sagen kann, okay, was ist denn eigentlich die Sphäre, wo ich sagen würde, da bin ich in meinem Erkenntnisprozess drin. Und da gibt es eigentlich im 20. Jahrhundert durchaus letztendlich mit Vorstufen von Goethe und Steiner angedeutet, aber dann auch zum Beispiel von Martin Buber und in neuerer Zeit von Hartmut Rosa, die Frage Begegnung löst Resonanz aus. Resonanz würde heißen, ich merke, dass ich etwas mit meinem Gegenüber zu tun habe. Und das bringt uns jetzt auf eine Sache, wo man überhaupt sich mal fragen muss, wer oder was ist denn mein Gegenüber? Und zur Chemie zurückzukehren, naja gut, da habe ich denn jetzt mein Schwefel als Element und auch das Eisen als Element. Und man kann wissen, aber eigentlich auch jeder Chemiker weiß das, was nützt mir das Pülverchen da? Ich muss das in Bewegung bringen. Ich muss es dem Feuer übergeben. Ich muss da mal so richtig diesem Element die Chance geben, sich zeigen zu dürfen. Und das ist das Stichwort. Wie schaffe ich Gelegenheiten, dass sich das Wesen meines Gegenübers zeigen darf? Und da gibt es jetzt so natürlich in der Tradition auch der Waldorf-Lehrer so einige Hinweise und einer war mir da besonders wichtig geworden von Fritz Julius, der eben halt die Experimentierkunst als etwas bezeichnet hat, wo er eigentlich sagt, man ist deswegen Künstler, weil man dem Wesen, dem chemischen Wesen, diesem Prozess, diesem Wesenhaften in der Chemie, Möglichkeit gibt, etwas von sich zu zeigen. Und dieses Zeigen können, Lernen setzt voraus, dass eben halt da der Chemielehrer seine Arbeit tut, aber vor allem auch,
dass die Mitexperimentatoren, die Schüler oder das Publikum oder wie auch immer, eigentlich eine maximale Aufmerksamkeit auf dieses Phänomen versucht zu legen. Und man, so wie wir vorhin auch schon gehört haben, man tut ja immer so, als wenn der Mensch da eigentlich gar nicht so wichtig ist, das läuft ja eh irgendwie ab. Tatsache ist, dass es eigentlich immer ein bisschen anders abläuft. Aber das wird natürlich gesagt, ja, im Grunde genommen war es da ein bisschen schmutzig und da war es vielleicht nicht so heiß oder irgendwie ist da ein Luftzug gewesen oder so etwas. In Wahrheit ist, es kommt eine ganze Variationsbreite zustande und ich habe einmal erlebt, und das hat auch Julius irgendwie an anderer Stelle betont, da ist eine Schulfeier und da wollte ich den Schwefel mit den Schülern darstellen und da gebärdete sich der Schwefel in einer Weise, wie ich ihn vorher überhaupt noch nie gesehen habe. Und da dachte ich, das war aber Glück, ne? Das ist ja mal zum richtigen Anlass, die richtige Performance da also stattfand. Aber offensichtlich steckt da wohl doch noch ein größeres Geheimnis dahinter. Und das, finde ich, passt eben sehr gut zu dieser möglichen Auffassung. Ich gehe in Begegnung mit meinem Schöpfungsgegenüber und erlaube dieser Wesenheit durch mein Interesse, durch mein Bewusstsein, durch meinen Forschergeist, sich selber zum Ausdruck zu bringen, sich selber ein Stück weit auch als Wesen erkennen zu dürfen, in meinem Bewusstsein. Letztendlich ist das ja doch der, kann man sagen, angesagte Forschungsprozess, der uns eigentlich bevorsteht, wenn wir unsere Mitgeschöpfe, sage ich es mal etwas pathetisch, mit erlösen wollen in unserem ganzen Erdgeschehen. Und da sind wir doch, muss man sagen, sehr aufgerufen in unserer Zeit nach der Disziplinierung des reduktionistischen Materialismus nun endlich diese Art von, sage ich ja mal, Experimentierdisziplin zu erweitern, unsere Mitexperimentatoren als intersubjektive Mitschaffer eigentlich zu begreifen und auf die Art und Weise zu ermöglichen, dass hier die subtileren Seiten einer Wesenhaftigkeit zum Ausdruck kommt. Und wenn wir das sozusagen im Zusammenhang mit dem Alchemistischen nehmen und wir wissen, dass die Namen auch nur immer nur so auch eine Orientierung sind, dann ist es ja eigentlich fast wie offensichtlich, wie die Dinge, die da vor dem Experimentiertisch stattfinden, auf einmal in mir selber nicht nur Bewusstsein, sondern auch Fragen und Empfindungen auslösen. Was hat das mit mir zu tun? Und ich kann dann, so wie das eigentlich auch die neuzeitlichen Alchemisten im Grunde genommen ja auch verstanden haben, etwas von dem eigenen Prozesswesen des Menschen verstehen. Und so möchte ich eigentlich mit dem wollen, eigentlich morgen einen Forschungsprozess exemplarisch gehen mit Schwefel und Eisen, der eben halt sogar in unserer Jahreszeit besondere Bedeutung hat, wo das Schwefelartige den Sommer eigentlich ein Stück weit repräsentiert und das Meteoreisen eigentlich die Schwüle des Sommers wieder aufklären hilft, so einmal eigentlich so eine gewisse jahreszeitliche Zusammenhangsfrage. Und wenn man hier nun also einfach ohne ideologische Scheuklappen probiert zu sagen, kann ich etwas von diesen Wesensäußerungen irgendwie in Erfahrung bringen, das wäre eigentlich dasjenige, wo ich Sie eigentlich zu einladen möchte. Und im Grunde genommen möchte ich jetzt da an der Stelle vielleicht das einmal so nochmal fokussieren, indem ich sagen würde, im Grunde genommen ist dieses erste Gedicht ein Anfang und im Grunde genommen geht das nämlich noch weiter. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich überhaupt? Ich war es nicht gestern. Ich bin es nicht heute. Und werde ich es morgen sein? Ich kann es nicht sagen.
so öffne deine Fragen. Im Werden und Sterben, im Sterben und Werden liegt meine Natur. Ich glaube schon, wenn man ehrlich mit sich und seinen Mitmenschen ist, ist diese Frage theoretisch vielleicht in die eine oder andere Richtung beantwortet. Aber was uns so als Persönlichkeit, als Biografie, als unser Wesen ausmacht, was wird man möglicherweise von uns erzählen? Was war das für ein Typ? Was wird man wieder eigentlich hoffentlich nicht vermessen so und so groß und hat immer das angehabt oder so etwas, sondern der hat immer so an bestimmten Stellen dieses oder jenes gemacht. Oder wenn da irgendwo ein Streit war, dann kam der immer um den richtigen Zeitpunkt um die Ecke und hat dann mal etwas eingeworfen. Und da habe ich gemerkt, dass da irgendwie eine Intention, eine Persönlichkeit anwesend war, die in gewisser Weise da auch richtig wirken wollte. Und das darf man bitte wirklich meines Erachtens auf die ganze Mitschöpfung ausdehnen. Meine vorläufige Überzeugung ist, dass jedes geschöpfte Wesen unserer Erde, unabhängig ob es eine Chemikalie, eine Pflanze, ein Tier oder ein Mitmensch ist, möchte eigentlich einen optimalen Beitrag zum Gelingen des Weltganzen, der Weltentwicklung beitragen und wäre so froh und so dankbar, wenn es andere Mitgeschöpfe gibt, die eben halt einem das so ein bisschen deutlicher machen können, einem dazu verhelfen und dann endlich so einer selbstgewählten Projektartigkeit für dieses Leben, für diese Existenz auf dieser Erde, also auch wirklich entsprechen können. Und da ist so, würde man sagen, auch, darf ich mal persönlich sagen, auch so meine Frage oder auch vielleicht leichte Kritik an Fragen des Pharmazeutischen, an Fragen natürlich aller möglichen anderen Gebiete auch. Haben wir im Bewusstsein, dass wir diese vielleicht Präparate, diese Substanzen, diese Medikamente als Verwirklichung dieser Wesenheiten verstehen? Oder ist es nicht angewandtes Herrschaftswissen? Wenn ich die wieder auf die menschliche Ebene gehe, dann könnte ich zum Beispiel irgendwo in ein Land gehen und sagen, ich vermesse mal die Menschen, was haben sie für Muskelumfang, wie stabil sind sie eigentlich bei Kälte und bei Wärme oder so etwas. Die kann man brauchen, die setzen wir im Schiffsbau ein. Ja, ran, die sind zu brauchen. Ein paar fallen weg und so. Gut, aber wie ist das mit den Tieren? Wie ist das mit den Pflanzen? Wie ist das mit den Bergen, die wir da ausräumen und sagen, damit machen wir das, da bauen wir das hin und so weiter und so weiter. Ist jemand auf die Idee gekommen, das Eisenerz zu fragen, ob es Lust hat, da jetzt einen neuen Stahlträgerbau irgendwie darzustellen? Also das ist ein bisschen extrem jetzt, aber jetzt gehen wir doch mal auf die Pflanzenwelt, Heilpflanzen. Also ich würde mich freuen und ich würde hoffen, gerade weil wir ja auch im pharmazeutischen Bereich so da irgendwie unterwegs sind, man könnte kultivieren, dass man in der Medikamentenherstellung der Pflanze oder den Substanzen zu ihrer Selbstbestimmung verhilft, weil sie eh nichts anderes wollen, als optimalerweise den Menschen, die als Einzige das Bewusstsein bilden können, indem sie sich selbst erkennen können, dass diese super Truppe, Menschheit, so gesund wie möglich unterwegs sein kann. Hey, das wäre doch super, wenn wir denen helfen könnten, dann würde es genügend Leute geben, die sich mit meiner Aufgabe eigentlich auch befassen würden, mich in meiner Aufgabe erkennen,
nicht auf diese Art und Weise selbst erlösen können oder miterlösen können. Und wir hätten aus meiner Sicht dem rosenkreuzerischen Weg, die Erde zu verwandeln, dort eigentlich ein super Projekt geliefert. Und das kann man schon am heiligen Tisch des Labortisches also eigentlich angehen. Und ich glaube, man braucht nicht viel, wenn man sagt, ja, das wäre schon schön, wenn man das Bewusstsein und diese kleine Andachtshaltung mitnehmen könnte in das Experiment. Ich bin da, ich mache mit dir etwas und ich möchte dir Gelegenheit geben zu zeigen, was ist, ich darüber das mit Wärme und Offenheit aufnehmen. Und die ganzen Freunde, die auch dabei sind, die machen genau das Gleiche. Und stell dir mal vor, die kümmern sich alle jetzt um Schwefel oder Eisen und vielleicht kommen wir ein Stück weiter. Für den Schwefel, für das Eisen und für uns selbst. In diesem Sinne die Einladung zur Alchemie in der Chiminade mit viel Rauchgestank und anderen Trübsalen.